Können Sie noch mal die Hand heben? Hallo. Ach, da. In den letzten Kanzlerjahren keinen politischen Antrieb mehr gehabt und nur noch dahin regiert. Sie führen jetzt die wahrscheinlich erfolgreichste Bundesregierung aller Zeiten. Sie sind auf dem Höhepunkt Ihres Schaffens. Jetzt die Frage, was möchten Sie noch Großes erreichen? Warum sind Sie noch Kanzlerin? Setzen, ne? Ja. Kriegen Sie einen Platzverweis, dass wir auch nicht können. Nee, so weit wollen wir nicht gehen, aber... So, bitteschön. Bisschen Platz machen schon. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen sehr herzlich die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Herzlich willkommen. Und das Wort ist das Ihre. Ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung der Bundespressekonferenz, Frau Welti, und auch danken für das Verständnis, dass wir diese Pressekonferenz ja wegen der Griechenland-Abstimmung am 17. Juli verschieben mussten. Heute ist der 31. August und selbst meteorologisch kann man noch von Sommer sprechen. Insofern ist es gerade noch in der Zeit. Beim Thema Griechenland möchte ich noch kurz verharren und sagen, dass wir inzwischen ein Programm haben, ein drittes. Wir haben die erste Tranche dieses Programms ausgezahlt. Es wird Neuwahlen in Griechenland geben und ich gehe davon aus, dass Griechenland seinen Verpflichtungen auch nachkommen wird. Heute werden wir sicherlich über alle Fragen sprechen können, die uns beschäftigen. Ukraine, Klimaschutz, Energiewende, Bund, Länder, Finanzen und. Ich könnte noch viele Themen nennen, aber ich möchte von meiner Seite zu Beginn etwas ausführlicher nur zu einem Thema einige Worte sagen, und zwar zu den vielen Menschen aus aller Herren Länder, die bei uns in Deutschland Zuflucht suchen. Meine Damen und Herren, was sich zurzeit in Europa abspielt, das ist keine Naturkatastrophe. Aber es gibt eine Vielzahl katastrophaler Situationen. Es spielen sich unendlich viele Tragödien ab und auch unfassbares Gräuel, wie wir vor einigen Tagen in Österreich, als in einem LKW über 70 Menschen tot gefunden wurden, von skrupellosen Schleppern zugrunde gerichtet. Das sind solche Gräueltaten, die man gar nicht fassen kann und wo man einfach sagen muss, dass sind Bilder und Vorstellungen, die unsere Kraft auch übersteigen. Und das geschieht alles, während wir hier in geordneten, in sehr geordneten Verhältnissen leben. Wir werden auch gleich über Erstaufnahmeeinrichtungen, Bearbeitungsdauer, Rückführung, faire Verteilung in Europa, sichere Herkunftsländer, Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen. Das müssen wir auch. Aber wir werden darüber sprechen müssen, vorher, was eigentlich uns leiten sollte und was mich auch bewegt, wenn wir darüber sprechen, dass wir bis zu 800.000 Menschen haben, die in diesem Jahr zu uns kommen werden, so die jüngsten Prognosen. Die allermeisten von uns kennen den Zustand völliger Erschöpfung auf der Flucht, verbunden mit Angst um das eigene Leben oder das Leben der Kinder oder der Partner, zum Glück nicht. Menschen, die sich zum Beispiel aus Eritrea, aus Syrien oder dem Nordirak auf den Weg machen, müssen oft Situationen überwinden oder Ängste aushalten, die uns wahrscheinlich schlichtweg zusammenbrechen ließen. Und deshalb müssen wir beim Umgang mit Menschen, die jetzt zu uns kommen, einige klare Grundsätze gelten lassen. Und diese Grundsätze entstammen nicht mehr und nicht weniger als unserem Grundgesetz, unserer Verfassung. Erstens, es gilt das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl. Wir können stolz sein auf die Humanität unseres Grundgesetzes und in diesem Artikel zeigt sie sich ganz besonders. Schutz gewähren wir auch all denen, die aus Kriegen zu uns fliehen. Auch ihnen steht dieser Schutz zu. Und der zweite Grundsatz, das ist die Menschenwürde. Das ist ein Grundsatz, den uns schon der Artikel 1 des Grundgesetzes aufgibt. Die Menschenwürde eines jeden
gleichgültig, ob er Staatsbürger ist oder nicht, gleichgültig, woher und warum er zu uns kommt und mit welcher Aussicht darauf, am Ende eines Verfahrens als Asylbewerber anerkannt zu sein. Wir achten die Menschenwürde jedes Einzelnen. Und wir wenden uns mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates gegen die, die unsere Menschen, die andere Menschen anpöbeln, die andere Menschen angreifen, die ihre Unterkünfte in Brand setzen oder Gewalt anwenden wollen. Wir wenden uns gegen die, die zu Demonstrationen mit ihren Hassgesängen aufrufen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Und wie ich schon zu Beginn dieses Jahres in meiner Neujahrsansprache gesagt habe, sage ich auch heute denen, die aus welchen Gründen auch immer bei solchen Demonstrationen mitlaufen: Folgen Sie denen nicht, die zu solchen Demonstrationen aufrufen. Zu oft sind Vorurteile, zu oft ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Halten Sie Abstand. Ich sage aber auch, trotz alledem ist unser Land immer noch ein gutes Land. Es ist in guter Verfassung. Die oft beschworene zivile Gesellschaft, sie ist bei uns Realität, sie ist Wirklichkeit. Und es macht mich stolz und dankbar zu sehen, wie unzählige Menschen in Deutschland auf die Ankunft der Flüchtlinge reagieren. Die Zahl derjenigen, die heute für Flüchtlinge da sind, die Zahl der Helfenden, die Zahl derjenigen, die fremde Menschen durch die Städte und Ämter begleiten, sogar bei sich aufnehmen, überragt die Zahl der Hetzer und Fremdenfeinde um ein Vielfaches. Und sie wächst noch. Auch dank, und das möchte ich hier ausdrücklich erwähnen, vieler wunderbarer Berichte darüber von Ihnen, den Medien, gerade in den letzten Tagen. Und ich erlaube mir ausnahmsweise einmal, Sie auch zu ermutigen, genau das fortzusetzen. Denn damit geben Sie den vielen guten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Ihresgleichen in der Berichterstattung zu sehen. Damit zeigen Sie Vorbilder und Beispiele und Sie machen wieder anderen Mut. Die überwältigende Mehrzahl unserer Menschen ist weltoffen. Unsere Wirtschaft ist stark, unser Arbeitsmarkt ist robust, ja sogar aufnahmefähig, denken wir an den Bereich der Fachkräfte. Wenn so viele Menschen so viel auf sich nehmen, um ihren Traum von einem Leben in Deutschland zu erfüllen, dann stellt uns das ja nun wirklich nicht das schlechteste Zeugnis aus. Unsere Freiheit, unser Rechtsstaat, unsere wirtschaftliche Stärke, die Ordnung, wie wir zusammenleben, das ist es, wovon Menschen träumen, die in ihrem Leben Verfolgung, Krieg, Willkür kennengelernt haben. Die Welt sieht Deutschland als ein Land der Hoffnung und der Chancen. Und das war nun wirklich nicht immer so. Und nun stellt sich die Frage, was müssen wir in einer solchen Situation, in der wir natürlich vor einer riesigen Herausforderung stehen, tun? Und da will ich einiges dazu sagen. Im Juni bereits haben wir bei dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam festgestellt, wir stehen vor einer großen nationalen Aufgabe. Die geht jeden an. Und es wird eine zentrale Herausforderung sein, nicht nur für Tage oder Monate, sondern, soweit man das absehen kann, für eine längere Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir schon sagen, deutsche Gründlichkeit ist super, aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht. Und wir haben eine Vielzahl von Beispielen, in denen wir gezeigt haben, dass wir dazu in der Lage sind. Ich will an die Bankenrettung erinnern. Da haben wir innerhalb weniger Tage bei der internationalen Finanzkrise Bund, Länder gemeinsam die notwendigen Gesetze durchgesetzt. Ich will an den Atomausstieg erinnern, als wir in kürzester Zeit doch eine Wende im wahrsten Sinne des Wortes bei der Energiewende vollzogen haben. Ich will an die Naturkatastrophen erinnern, denen wir immer entschlossen und geschlossen begegnet sind zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Und wenn ich vielleicht noch an ein sehr schönes Beispiel erinnern darf im 25. Jahr der Deutschen Einheit. Die Deutsche Einheit haben wir auch nicht mit normal Arbeit gelöst, sondern wir sind viele neue Wege gegangen. Ob das die Verkehrswegebeschleunigungsgesetze waren, die Abordnung von vielen ehrenamtlichen Helfern in die neuen Bundesländer. Und vor so einer Herausforderung stehen wir jetzt auch wieder, dass die Beispiele der Vergangenheit zeigen uns,
Wann immer es darauf angekommen ist, sind wir in der Lage, Bundesregierung, Länder und Kommunen das Richtige und das Notwendige zu tun. Aber wir müssen die Dinge jetzt beschleunigen. Wir müssen das, was uns hindert, das Richtige zu tun, auch zeitweise außer Kraft setzen und deshalb auch ein Stück Mut dabei zeigen. Was müssen wir also im Lande tun? Wir haben jetzt die Strukturen aufgebaut, in denen wir, glaube ich, die nationale Kraftanstrengung, die nationale Aufgabe lösen können. Wir haben eine permanente Koordinierung des Bundes mit den Ländern beim Bundesinnenministerium angesiedelt. Wir werden am 9. September ein Treffen der Chefs der Staatskanzleien mit dem Bundesinnenminister und dem Chef des Kanzleramtes haben. Und wir werden am 24. September, darauf arbeiten wir jedenfalls hin, ein umfassendes Paket beschließen und dann auch, hoffe ich, parlamentarisch schnell durchsetzen, indem wir die notwendigen Regelungen treffen. Und wir werden dann auch Treffen mit den gesellschaftlichen Gruppen haben, um hier die notwendigen Kraftanstrengungen auch noch einmal zu bündeln. Worum geht es? Es geht einmal um die Beschleunigung der Verfahren. Wir brauchen sowohl mehr Erstaufnahmeeinrichtungen, weil nur in der Kooperation des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und den Erstaufnahmeeinrichtungen schnelle Entscheidungen getroffen werden können. Und es geht dabei darum zu sagen, wer hat eine hohe Bleibeperspektive? Und es geht genauso darum zu sagen, wer hat so gut wie keine Chance, bei uns zu bleiben. Und diese Anträge müssen schnell entschieden werden. Und dann müssen die Rückführungen in die Heimatländer, hier geht es vor allen Dingen auch um die Länder des westlichen Balkans, schnell erfolgen. Und das muss aus den Erstaufnahmeeinrichtungen heraus passieren. Wir sind hier in einer sehr intensiven Kooperation mit den Ländern. Denn es gibt bei der Unterbringung, gerade bei der Schaffung der Erstaufnahmeeinrichtungen, natürlich viele praktische Probleme zu bedenken. Es gibt inzwischen eine sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit der BIMA. Die Zurverfügungstellung von Bundesliegenschaften erfolgt unbürokratisch. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie können wir noch mehr Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen, wie können Bund und Länder hier zusammenarbeiten. Und hier stellen sich dann eine Reihe von praktischen Fragen, Brandschutzanforderungen, Emissionsschutzgesetze, die sich mit Baugesetzen beißen. Wir sammeln im Augenblick alle Bemerkungen der Kommunen und auch der Länder. Und das Ganze wird dann in eine Gesetzesinitiative münden müssen, wo wir solche Standards, die uns hindern daran, das Notwendige zu tun, dann auch zeitweise aufheben und Abweichungen möglich machen, damit wir schnell reagieren können. Zweitens geht es natürlich um eine faire Kostenverteilung. Wir werden auflisten, wer macht was, was machen die Kommunen, was machen die Länder, was macht der Bund. Und dann wird der Bund sich einer fairen Kostenverteilung nicht entgegenstellen. Im Gegenteil, uns ist auch klar, dass wir mehr tun, als wir bislang tun. Drittens, wir brauchen dann Integrationsanstrengungen, wenn die Anträge schneller bearbeitet werden, auch für die, die eine hohe Perspektive hier haben, zu bleiben, insbesondere auch Flüchtlinge aus Syrien oder aus anderen Bürgerkriegsregionen. Dann geht es darum, Lehrer zu finden, die Deutschunterricht geben können, die Kinder unterrichten. Wir haben allein in Städten wie Berlin oder München über 400 neue Klassen. Sie können sich vorstellen, das geht nicht damit, dass man mit den jetzt gerade im Dienst befindlichen Lehrern alleine arbeitet. Wir werden da Schnellkurse machen müssen, wenn es um Deutschkenntnisse geht und vieles andere. Das kann man mit dem normalen deutschen Vorgehen nicht machen. Auch die Betreuung minderjähriger Jugendlicher, wenn Sie alleine daran denken, dass in München 4.000 sind, dass eine Erzieherinnenausbildung Jahre dauert, dann müssen wir Mittel und Wege finden, hier auch Zwischenlösungen zu finden. All das muss besprochen werden. Und dann geht es natürlich um die langfristigen Wohnungs- und Arbeitsperspektiven. In jeder Erstaufnahmeeinrichtung, so wäre es idealerweise sinnvoll, müsste gleich die Bundesagentur für Arbeit auch sitzen. Man müsste die Qualifikationen aufnehmen und auf diese Dinge arbeiten wir hin. Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Wir haben dann die europäische Dimension. Und hier glaube ich, dass wir schon sagen dürfen, Europa als Ganzes muss sich bewegen. Die Staaten müssen die Verantwortung für asylbegehrende Flüchtlinge teilen. Die universellen Bürgerrechte waren bislang eng mit Europa und seiner Geschichte verbunden.
ist eine der Gründungsimpulse der Europäischen Union. Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage, geht diese enge Bindung mit den universellen Bürgerrechten kaputt, sie wird zerstört und es wird nicht das Europa sein, was wir uns vorstellen und das Europa sein, was wir als Gründungsmythos auch heute weiterentwickeln müssen. Und was operativ in Europa folgt, ist, dass Deutschland und Frankreich ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung haben für die nächsten Schritte, dass wir dies mit anderen Ländern jetzt natürlich konsultieren. Es hat auch keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig öffentlich beschimpfen, aber man muss eben einfach sagen, die derzeitige Situation ist nicht zufriedenstellend. Die Innenminister werden sich am 14. September treffen. Die Regierungschefs, wenn notwendig, sie stehen immer bereit. Es geht um sichere Herkunftsländer. Es geht um Hotspots, die in Italien und Griechenland errichtet werden. Es geht um eine faire Lastenverteilung, also um Quoten innerhalb Europas, die natürlich nicht nur die Bevölkerungszahl in sich tragen, sondern auch die wirtschaftliche Kraft, aber um ein Stück Fairness. Und es gibt einen dritten Punkt, den wir beachten müssen. Das ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. Hier zeigt sich, welche Bedeutung Außenpolitik hat, welche Bedeutung internationale Kooperation hat. Wir erleben jetzt, dass der Syrien-Konflikt nicht weit von uns entfernt stattfindet, sondern dass inzwischen eine Situation entstanden ist, in der alle Nachbarländer Syriens überfordert sind, ob das der Libanon ist, ob das Jordanien ist, ob das die Türkei ist. Und indem dieses Thema uns jetzt erreicht, was uns darin bestärken sollte, mit noch mehr Nachdruck den diplomatischen Bemühungen eine Chance zu geben, diesen Konflikt zu lösen. Ich weiß, welch dickes Brett das ist, das wir bohren müssen, aber es ist unabdingbar. Wir müssen uns weiter um die Frage Afghanistan bemühen. Der Bundesaußenminister ist dort gerade zurzeit. Die Gespräche mit den Taliban müssen weitergeführt werden. Und wir werden im November einen Gipfel haben mit den afrikanischen Ländern seitens der europäischen Staats- und Regierungschefs auf Malta, um auch dort darüber zu sprechen, was es für den afrikanischen Kontinent bedeutet, wenn die besten jungen Menschen diesen Kontinent verlassen, weil sie für sich keine Hoffnung sehen. Ich fühle mich auch darin bestärkt, dass wir die Westbalkan-Konferenz letztes Jahr ins Leben gerufen haben, denn gerade auch die Perspektiven auf dem westlichen Balkan müssen verbessert werden, wenn wir nicht nur abwehren wollen, sondern diesen Ländern wirklich eine Perspektive geben wollen. Das wollte ich Ihnen zu Beginn sagen und jetzt stehe ich zur Verfügung für alle Ihre Fragen, egal aus welchem Themengebiet Sie stammen. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. An Ihrer Seite wie immer natürlich Regierungssprecher Steffen Seibert. Da das Interesse groß ist und ich schon viele Meldungen auf dem Zettel habe, die Bitte um eine Frage pro Wortmeldung respektive eine Zusatzfrage und eine kurze Vorstellung ist auch immer schön. Es geht los mit Frau Dunz. Christina Dunz, Deutsche Presseagentur. Frau Bundeskanzlerin, Sie sind in Sachsen auf das Übelste beschimpft worden von einer rechten Gruppe. Geben Sie Menschen dieser Gesinnung, dieser rechten Gesinnung verloren oder versuchen Sie, die politisch noch zu erreichen? Und warum ist dieses Problem vor allem in Ostdeutschland so groß? Ja, also es gehört dazu, dass man als Politiker auch mal beschimpft wird. Das ficht mich jetzt nicht weiter an. Was mich anficht, ist, dass wir solchen Hass und solche Stimmung in unserem Land haben. Und da ist meine Antwort ganz klar. Hier muss es eine ganz klare Abgrenzung geben. Hier kann keinerlei Entschuldigung sein. Natürlich sagen wir unsere Argumente, aber es geht hier schon darum, dass man nicht, würde ich sagen, die Spur von Verständnis zeigt. Keine biografische Erfahrung, kein historisches Erlebnis, nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt ein solches Vorgehen. Ob das Ganze nun im Osten ausgeprägter, weniger ausgeprägt ist, hier haben wir auch verschiedene Situationen in der Geschichte der Bundesrepublik schon gehabt. Das möchte ich jetzt nicht bewerten. Ich will daraus auch keinen Ost-West-Konflikt machen. Ich will nur sagen, wo das auftritt, lasse ich mich jedenfalls nicht auf Erklärungsmuster ein. Natürlich ist jeder Mensch ein Mensch, aber wir haben auch die Verpflichtung, im Blick auf unser Grundgesetz das durchzusetzen, was wir wollen. Und deshalb kann es keine Toleranz an dieser Stelle geben und schon gar keine Erklärung. Dann Herr Zweigler, bitte.
Sinnvoll halten Sie dann eigentlich die politische Debatte, die es jetzt gibt, dass Politiker aus dem Westen mit dem Finger auf den Osten zeigen und umgekehrt? Bringt uns das weiter? Ich sagte ja schon, das bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter. Wir müssen die Dinge so nehmen, wie sie sind. Wir haben, man muss das auch einfach realistisch sehen, sowohl in Sachsen als auch in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, durchaus Orte, in denen leider rechtsextremes Gedankengut scheinbar salonfähig geworden ist. Dagegen muss man mit der gesamten Klarheit vorgehen. Man muss auch, glaube ich, das ist auch eine Aufgabe, die Menschen, die sich dagegen stellen, ermutigen. Das kann in bestimmten Regionen besonders wichtig sein. Es gibt im Übrigen, das will ich ohne den Rechtsextremismus in irgendeiner Weise zu relativieren, auch ziemlich harte linksextreme Vorgänge, die auch nicht gewaltfrei sind. Aber jetzt nochmal zurück zum Rechtsextremismus. Also vor allen Dingen aufpassen, dass Menschen nicht eingeschüchtert werden in bestimmten Regionen. Deshalb ist es richtig, wenn man sich dem auch entgegenstellt, wenn man in solchen Orten Veranstaltungen stattfinden lässt, Bürgermeister unterstützt und so weiter. Das gilt jetzt nicht nur für Heidenau, sondern für viele andere Regionen. Aber seien wir ehrlich, es wird und gab und gibt auch in den alten Bundesländern natürlich Strömungen und Gedankengut, was nicht gut ist. Ich rate uns nicht, das auf eine Ost-West-Diskussion zu machen, weil darin liegt schon der Ansatz, ob irgendwas gewesen ist im Osten, ist völlig egal. Wir sind ein Land, wir sind 25 Jahre lang ein Land und das gehört sich nicht, das hat mit unserer Verfassung nichts zu tun. Wir sind dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten, nicht mehr und nicht weniger und jetzt haben wir das durchzusetzen. Wenn ich eine kurze Nachfrage stellen darf. Man sieht ja in Sachsen, dass solche rassistischen Ausschreitungen besonders stark sind, wo die NPD auch stark ist. Bedauern Sie heute im Nachhinein, dass es beim NPD-Verbotsverfahren einen Alleingang des Bundesrates gibt? Das bedauere ich nicht. Die Frage, ob ein Parteienverbot dieses Gedankengut sozusagen verschwinden lässt, über die kann man weit diskutieren. Jetzt hat aber der Bundesrat den NPD-Verbotsantrag gestellt. Der wird beim Bundesverfassungsgericht verhandelt und insofern werden wir ja dann das Ergebnis sehen. Herr Möhle, bitte. Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Sie sehen mich hier. Der Bundespräsident hat sich am Wochenende für eine Neudefinition des Nationenbildes in Deutschland ausgesprochen. Er sprach von einer Gemeinschaft der Verschiedenen. Man müsse wegkommen von einem Bild einer Nation, überwiegend christlich, überwiegend hellhäutig und sehr homogen. Wie ist das? Sehen Sie auch die Notwendigkeit einer Neudefinition des Nationenbildes? Und falls ja, wie sieht's aus? Also, ich glaube, unser Land hat sich in seiner Geschichte, solange es die Bundesrepublik Deutschland gibt, verändert, immer wieder verändert. Wir haben am Anfang Millionen Heimatvertriebene integriert, beziehungsweise die Heimatvertriebenen selbst haben einen großen Beitrag dazu geleistet. Wir haben dann lange den Fehler gemacht, Gastarbeiter als Gastarbeiter zu bezeichnen und sind glücklicherweise nunmehr doch seit geraumer Zeit dazu gekommen, zu sehen, dass es unsere Mitbürger sind, egal welcher Abstammung, dass sie in der dritten, vierten Generation bei uns leben. Das hat unser Land schon verändert. Das hat zu der Diskussion geführt, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, wo ich mich klar auch ausgesprochen habe, dass er inzwischen natürlich zu Deutschland gehört. Und diese Tendenz wird sich jetzt noch einmal verstärken, dass wir Verschiedenheit haben. Wir haben im Übrigen nicht nur eine unterschiedliche Blickweise auf die Menschen, die in unserem Land leben und die unsere Nation ausmachen. Nicht das hat sich nur verändert, sondern auch die Lebensformen haben sich verändert über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn Sie so wollen, die Nation oder die Gesellschaft, das Land verändert sich beständig und immer wieder ist es eine Bestätigung unseres Grundgesetzes, unserer Art zusammenzuleben, unseres Wirtschaftsmodells, der sozialen Marktwirtschaft. Also immer wieder ist das, was die Gründungsimpulse dieses Landes waren, bewährt sich unter neuen Bedingungen und das, finde ich, ist das eigentlich Ermutigende an der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Herr Wonka, bitte. Frau Dr. Merkel, Sie waren in den letzten Wochen und Monaten dabei, Ihre Partei von einem Einwanderungsgesetz zu überzeugen. So war zumindest zu hören und zu lesen. Würden Sie sagen, angesichts der jetzigen
Thematik ist dieses weder Ihrer Partei noch Deutschland derzeit zuzumuten, weil vielleicht auch ein bisschen Ehrlichkeit in die Debatte auf beiden Seiten gehört? Und wie ist eigentlich Ihre grundsätzliche Haltung zu diesem Gesetz? Was muss da drinstehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt und wann werden Sie sich aus der Deckung in dieser Frage trauen? Also, erst einmal, wenn Sie sich erinnern, angesichts der Jubiläumsfeierlichkeiten der CDU habe ich davon gesprochen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Wir erleben im Augenblick Einwanderung auf eine sehr spezifische Form, nämlich in diesem Falle durch Asylbewerber, durch Bürgerkriegsflüchtlinge. Und viele von denen werden sehr lange nach menschlichem Ermessen bei uns bleiben. Und wir haben immer gesagt, und das ist ja auch die allgemeine Diskussion, ein Einwanderungsgesetz brauche ich, um auch gerade Interessen Deutschlands, nämlich Arbeitskräfte, Fachkräfte, vernünftig zu bedienen und daraus und die richtigen Antworten zu finden. Wir haben da gesetzlich und rechtlich sehr viel gemacht, was zum Teil gar nicht bekannt ist, weil wir das Ganze nicht Einwanderungsgesetz nennen, sondern weil wir das Aufenthaltsgesetz nennen. Und darunter sind viele, viele Dinge, bei denen die OECD sagt, wir gehören zu den fortschrittlichsten Ländern, die es überhaupt gibt. Ich rate dazu, angesichts der jetzt ja stattfindenden Entwicklung, erst einmal zu schauen, wie viel Arbeitsplätze wir eigentlich noch besetzen müssen, wenn wir übersehen, wie sich die weiteren Flüchtlings- und Asylbewegungen entwickeln. Das ist im Augenblick in einem sehr großen Umbruch begriffen, weil wir ja sehr, sehr viele haben, die zu uns kommen, von denen wir die Qualifikation noch gar nicht kennen, von denen wir nicht wissen, entsprechen sie dem, was wir an Fachkräften brauchen, entsprechen sie dem nicht, entspricht das dem Lehrstellenangebot, was wir haben. Und dann kann man über das Thema wieder sehr nüchtern sprechen. Im Augenblick erscheint es mir nicht das Vordringlichste zu sein, weil wir im Augenblick eine Einwanderung bekommen aus dem Grund der Überzeugung unseres Grundgesetzes, bei denen ich noch nicht absehen kann, ich bin ja auch jetzt auch keine Hellseherin, welchen Effekt und das macht. Es wird mit Sicherheit einiges verändern, weil auch sehr viele junge Menschen zu uns kommen, sehr viele Menschen, die eben auch sicherlich gerne einen Beruf lernen. Und all das müssen wir jetzt erstmal organisieren. Gestatten Sie noch eine Zusatzfrage in dem Zusammenhang, weil Sie sagten, ist im Moment nicht das Vordringlichste, ein Einwanderungsgesetz. Da stelle ich mir die Frage, das wird alles über Monate uns beschäftigen, das Thema. Ist es eigentlich möglich, in dieser Phase einen Wahlkampf mit Blick auf 2017 zu führen, der bisher schon mal da gewesen ist? Oder denken Sie an eine Art von ganz neuen Wahlkampf, nämlich alle sind in einer großen Koalition und keiner will den anderen hart angehen, weil es könnte ja von manchen Leuten falsch verstanden werden. Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich denke im Augenblick überhaupt nicht an Wahlkampf, sondern nur an die Frage, wie wir die Probleme, die ich benannt habe, vernünftig lösen und dem, was unser Bild von uns selbst ist, gerecht werden können, und zwar Bund, Länder und Kommunen zusammen. Und das ist allemal wichtiger als jeder Wahlkampf. Und deshalb brauchen wir uns darüber jetzt keine Gedanken zu machen. Wir müssen das Richtige tun. Und da wird jeder, glaube ich, einsehen, wenn wir 800.000 Menschen haben, die vielleicht in diesem Jahr zu uns kommen. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Anerkennungsquote von 50%, sind 400.000 Menschen. Wenn wir darüber gesprochen hätten, die meisten davon jung, es wird vielen Familien Nachzug geben, gerade bei den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wenn ich Ihnen vor einem Jahr gesagt hätte, wir sprechen jetzt über Einwanderung von 400.000, dann hätten Sie gesagt, so viel muss es ja auch nicht gleich sein. Also insofern lassen Sie uns doch das erstmal gut jetzt machen. Dann wird man sicherlich darüber nachdenken müssen, ob man den Menschen auf dem westlichen Balkan, die ja auch Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zu großen Teilen führen, Perspektiven gibt, wenn es gut ausgebildete Fachkräfte gibt. Aber all das macht unsere Rechtslage heute schon möglich. Und so wird man sich dem Thema nähern und da gibt es nicht mit Entdeckung sein und so weiter, sondern wie gesagt, alles spricht dafür, dass wir ein Land sind, in das man gerne einwandert, aus welchen Gründen auch immer. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt erstmal unserer humanitären Verantwortung gerecht werden und denen, die ein Recht auf humanitären Schutz haben, dieses Recht gewähren und sie dann auch gut integrieren und denen, die das nicht haben, auch deutlich sagen, dass sie keine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Und das muss dann auch umgesetzt werden in Form von Rückführungen in die Heimatländer, in Form von Einreisesperren, die es dann auch geben muss. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
Herr Elschein, ist das das richtige Mikrofon für Sie? Ich kann es nicht sehen. Ja. Ja, wunderbar. Okay. Özcan von Hürriyet. Frau Bundeskanzlerin, was erwarten Sie von der Türkei bei der Lösung der Flüchtlingsprobleme? Erstens hat die Türkei in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel getan und tut es heute noch zur Lösung der Flüchtlingsprobleme aus Syrien. Es sind fast 2 Millionen Flüchtlinge an der türkisch-syrischen Grenze und sehr, sehr viele, die sich sonst noch in der Türkei aufhalten. Und manches, was von dem sichtbar wird, was wir heute erleben, die vielen, die aus der Türkei nach Griechenland kommen, zeigt natürlich, dass die Türkei auch in einer gewissen Weise an der Grenze dessen angelangt ist, was sie selber bewältigen kann. Und deshalb werden wir mit der Türkei Gespräche führen. Wie können wir hier auch gegebenenfalls helfen? Wie können wir gemeinsam vorgehen? Denn die Situation, wie sie jetzt ist, dass der eine sozusagen die Flüchtlinge durchlässt, der nächste in Griechenland sie durchlässt, dass dann die Westbalkanstaaten durchwandert werden, dann einer einen Zaun baut und der Zaun vielleicht auch überwunden wird, das ist ja nicht weder die Rechtssituation, noch ist es eine zufriedenstellende Situation. Und deshalb werden wir sehr vertrauensvoll und sehr kamerad und freundschaftlich auch mit der Türkei darüber sprechen, wie können wir das machen. Ich habe aber ansonsten nur meine größte Hochachtung auszudrücken, was die Türkei in den vergangenen Jahren geleistet hat. Ich glaube, die Kollegin Immerhahn hatte auch direkt eine Frage, genau. Frau Dorik Lenke, mein Name, Mazedonische Tageszeitung West. Die Staaten der westlichen Balkan, wie gesagt, haben und besonders Mazedonien sind mit dem Anstrom von Flüchtlingen überfordert. Mit welcher Maßnahme kann Deutschland helfen? Ich glaube, es wäre eine gute Hilfe für Deutschland, wenn wir das machen, was wir europäisch Deutschland und Frankreich vorgeschlagen haben, was im Übrigen die Innenminister auch bereits besprochen haben, aber was jetzt durchgesetzt werden muss. Und Deutschland und Frankreich haben gesagt, spätestens bis zum Ende des Jahres, nämlich Registrierungszentren in Griechenland, wo die natürlich dann europäisch betrieben werden können. Das schafft Griechenland nicht alleine. Und bei diesen Registrierungszentren dann eine sozusagen Abschätzung, ob jemand ein Recht auf Asyl haben könnte oder ob es eine erkennbare Nichtbleibeperspektive gibt. Wir werden ja auch mit den afrikanischen Ländern sprechen müssen, welche Länder sind Bürgerkriegsländer, welche Länder nicht. Und dann eine faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union. Und dann ist Mazedonien aus dieser schwierigen Lage und auch Serbien heraus. Denn das, was sich da jetzt abspielt, ist natürlich schon ein Stück nicht Gerechtigkeit. Wir haben ein Asylsystem innerhalb der Europäischen Union, das funktioniert nicht. Und Mazedonien und Serbien sind dabei die Leidtragenden. Das ist deutlich zu unterscheiden von dem, was ich sage über die Bürgerinnen und Bürger Mazedoniens und Serbiens. Sie haben verschwindend geringe Anerkennungsquoten. Und aus meiner Sicht sind sie sichere Herkunftsstaaten, zumal sie ja auch alle die Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstreben. Dann teilen sich jetzt ein Mikrofon Herr Stoll und Herr Delfs. Sie sitzen in einer Reihe. Ist wer auch immer Thema, anfangen mag. Frau Bundeskanzlerin Ulrich Stoll vom ZDF. Ich habe eine Frage zu den Atomwaffen in Deutschland. Ab dem Herbst 2015 sind im US-Bundeshaushalt die Modernisierungen der Atomwaffen auch in Büchel etatiert. Unterstützt die Bundesregierung die Nachrüstung, die atomare Nachrüstung hier in der Bundesrepublik und befinden sich damit im Widerspruch zu ihrer früheren Haltung? Wir werden mit den Vereinigten Staaten darüber sprechen. Vielleicht hat das Verteidigungsministerium das schon begonnen, das weiß ich nicht. Ich werde mich nochmal erkundigen und dann werden wir Ihnen zu gegebenem Zeitpunkt die Informationen geben. Darf ich noch mal eine Nachfrage dazu stellen? Sie haben ja offenbar Ihre Haltung auf dem NATO-Gipfel 2012 geändert, die ja noch damals in der Koalitionsvereinbarung 2009 deutlicher war, die Forderung nach Abzug dieser Waffen. Fürchten Sie eine Veränderung des Verhältnisses zu Russland, wenn jetzt diese moderneren B-61-12-Waffen in Deutschland stationiert werden? Also meine Haltung im Koalitionsvertrag 2009, als wir mit der FDP die Koalition hatten, war immer schon so, dass wir aufpassen müssen, was an Folgewirkungen ist. Wenn wir müssen gucken, wenn an anderer Stelle dann Atomwaffen stationiert werden und in Deutschland keine mehr sind, muss man sich fragen, ist dann eigentlich der Balance und der Sicherheit mehr gedient? Und das alles muss man bedenken im Zusammenhang mit diesen Fragen. Und insofern gehört das in einen größeren Zusammenhang. Unsere Politik ist, das wissen Sie,
ja nicht Russland zu provozieren, aber es ist natürlich auch so, wenn Sie sich Russlands Rüstungspolitik anschauen und Modernisierungspolitik, dann ist es nicht so, dass dort gar nichts passiert. Das heißt, es gibt auch keinen Grund, nichts zu tun. Jetzt rede ich aber über keine spezielle Waffengattung. Ich sage nur, alles, was wir zum Beispiel auf dem NATO-Gipfel in Wales gemacht haben, was auch eine Ertüchtigung für die mittel- und osteuropäischen Länder anbelangt, hat seine Ursache auch darin, dass das, was wir angestrebt haben, was ich weiter anstrebe, nämlich ein konstruktives Verhältnis zwischen der NATO und Russland im Augenblick nicht zufriedenstellend gegeben ist. Ich habe mich trotzdem und bleibe auch dabei immer für die NATO-Russland, für den Erhalt der NATO-Russland-Akte ausgesprochen und werde das auch weiter tun. Auch im Blick auf den Warschauer NATO-Gipfel dann. Ja, Frau Bundeskanzlerin, Arne Delfs und Blumberg, nochmal zurück zur Flüchtlingskrise. Sie hatten gesagt, dass da auch finanzielle Mehrbelastungen auf den Bund zukommen werden. Können Sie schon irgendwie beziffern, in welcher Höhe das sein wird? Und wären Sie dafür auch bereit, angesichts dieser großen Herausforderung, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts aufzugeben, angesichts dieser großen Herausforderung? Diese Frage des ausgeglichenen Haushalts steht, glaube ich, zurzeit noch nicht zur Debatte, angesichts sehr guter steuerlicher Entwicklungen, zumindest in diesem Jahr. Diese steuerlichen Entwicklungen sind im Übrigen nicht nur für den Bund gut, darüber wird oft geschrieben. Sie sind natürlich anteilmäßig auch für Länder und Kommunen besser. Das ist eine erfreuliche Mitteilung. Dennoch kann ich im Augenblick nur sagen, dass der Bund mehr tun wird, dass wir uns sehr genau anschauen werden, wer hat welche Aufgaben zu erledigen und unseren fairen Anteil im Rahmen einer nationalen Kraftanstrengung dafür leisten werden. Die Details werden bis zum 24. September besprochen werden zwischen Bund und Ländern und dann werden wir Sie auch informieren. Dann Frau Engel und Herr Rinke, bitte. Dagmar Engel, Deutsche Welle. Frau Bundeskanzlerin, viele von uns sind relativ frisch aus dem Urlaub wieder, da sieht man auch noch, und haben im Kopf, dass das Image Deutschlands im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise durchaus Schaden erlitten hat. Ich würde gerne wissen, macht Ihnen das was aus oder wie Sie sagen würden, ficht Sie das an? Und unabhängig davon, gibt es da draus was zu lernen? Gibt es da einen konkreten Plan, wie man dieses Image wieder drehen will? Darf ich nur fragen, wo meinen Sie, hat das Image Schaden erlitten? Also in Italien, wenn man nicht nur die veröffentlichte Meinung, sondern auch den normalen mit dem Italiener spricht, ist schon wieder die Rede davon, die Deutschen üben ihre Macht in einer Art und Weise aus, die schon das Wort Panzer wieder zulässt. Na gut, also wenn man sich die Diskussionslage beim Europäischen Rat angeschaut hat, dann war es ja bei weitem nicht so, dass Deutschland dort isoliert war. Das kann der Finanzminister berichten, das kann ich berichten. Und ich würde an der Stelle immer erklären, wenn ich damit konfrontiert werde, dass Deutschland einen sehr großen Beitrag dazu geleistet hat, dass Europa geschlossen auch auf die Griechenland-Herausforderung geantwortet hat. Es gab Länder, die hätten vielleicht zu einfacheren Bedingungen geholfen, aber es gab auch Länder, die waren sehr, sehr kritisch insgesamt, ob man weiterhelfen soll. Und eine der Ergebnisse, die wir erreicht haben, ist, dass Europa, wie schon in so vielen anderen Fragen, einheitlich gehandelt hat. Und das hat sehr viel mit der deutsch-französischen Kooperation zu tun. Und deshalb bin ich, ehrlich gesagt, mit mir sehr im Reinen. Und wenn ich mit mir im Reinen bin, kann ich es auch immer gut erklären. Und dann wird man sehen, muss man auch mal damit leben, dass andere etwas kritisch sehen. Wir sehen ja manchmal auch was kritisch in anderen Ländern und finden das ganz normal. Und insofern können wir auch mal das aushalten, dass andere uns kritisch sehen. Und ansonsten glaube ich schon, wenn wir über das nächste große Problem, nämlich über die Flüchtlinge reden, gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung, dass Italien zu entlasten ist. Man kann nicht sagen, alle Flüchtlinge, die dort ankommen, nur weil sie jetzt über das Mittelmeer ankommen, müssen von Italien behalten werden. Das Dublin-Abkommen funktioniert so nicht mehr, wie es mal war, weil sich die Situation verändert haben. Und so wird es wichtig sein, dass jeder von uns sich für Europa und für die Gemeinsamkeit einsetzt. Und dann kommen wir schon voran.
Frau Bundeskanzlerin, nochmal eine Frage zu den Flüchtlingen und auch zu Europa. Der slowakische Ministerpräsident hat ein Sondertreffen der Visegrad-Staaten für Sonntag angekündigt. Fürchten Sie eigentlich wegen dieser doch heftigeren Debatte um die Quotenverteilung von Flüchtlingen eine Spaltung da in Ost und West? Und gilt das, was Sie vorhin für Ostdeutschland gesagt haben und Ihr mangelndes Verständnis oder Nichtverständnis für Menschen, verachtende Haltung eigentlich auch in Bezug auf Osteuropa, wo ja auch einige Politiker entweder nur Christen, keine Schwarzen, nur Katholiken als Flüchtlinge aufnehmen möchten? Ja, ich glaube, dass, also, dass ein Visegrad-Treffen stattfindet, ist ja okay. Und es finden ja auch Treffen zwischen Deutschland und Frankreich statt und zwischen Deutschland und Italien und Ähnliches. Daran habe ich nichts auszusetzen. Ich glaube, dass unsere Werteordnung in Europa aufbaut auf der Würde jedes einzelnen Menschen und mich bekümmert ist, wenn man dann anfängt zu sagen, Muslime möchten wir nicht und wir sind ein christliches Land. Vielleicht sagt morgen einer auch, das Christentum ist nicht mehr so wichtig, sondern wir sind mehr ohne jede Religion. Das kann nicht richtig sein. Und da habe ich genauso wenig Verständnis wie für Äußerungen, die im eigenen Lande gemacht werden. Und darüber müssen wir in Europa auch sprechen. Und im Übrigen ist es Kern europäischen Handelns, dass immer da, wo wir ein Problem haben, wir versuchen, miteinander fair dieses Problem zu lösen. Niemanden überzubelasten, unterschiedlich natürlich zu werten, dass viele Länder, die aus Mittel- und Osteuropa sind, natürlich noch einen sehr viel geringeren Lebensstandard haben und nicht einfach mal die Bevölkerungszahl nehmen kann. Das ist doch vollkommen klar. Aber wenn jemand sagt, ich mache bei der ganzen Sache nicht mit, das ist nicht mein Thema, das kann es aus meiner Sicht nicht geben und darf es nicht geben. Und deshalb werde ich jedenfalls mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Europa in dieser Frage nicht versagt, sondern Europa unser aller Europa ist. Und da muss man sich auf gemeinsame Werte auch verständigen. Darf ich ganz kurz nachfragen? Also eine Ost-West-Spaltung, befürchten Sie oder befürchten Sie nicht? Mit Furcht gehe ich sowieso nicht an die Sache ran. Ich sehe, dass es bestimmte Länder gibt, die eine bestimmte Meinung haben. Und jetzt ist es die Aufgabe, das kann etwas dauern, das haben wir ja in Europa öfter, jetzt ist es die Aufgabe, daraus einen möglichst gemeinsamen Kurs hinzubekommen. Und alles andere würde uns allen nicht gut tun. Denn jeder hat auch mal eine Herausforderung zu bewerkstelligen. Und wir haben das bis jetzt, sind wir gut damit gefahren, dass wir die verschiedenen Herausforderungen immer gemeinsam auch gelöst haben. Und diese gehört dazu. Und wird im Übrigen sehr darüber entscheiden, wie das Bild von Europa auch in der Welt ist. Das muss uns nicht leiten. Leiten müssen uns unsere Werte. Man muss nur wissen, was man auch anrichtet. Dann hatte sich eine Kollegin gemeldet, die sitzt hinter Herrn Knabe. Ich hoffe, ich habe jetzt ihr Mikrofon getroffen. Ja? Mein Name ist Anna Rose, ich bin Deutschland-Korrespondentin der russischen Zeitung Rossijska Gazeta. Und Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage bezüglich der Ukraine. Und zwar, Herr Poroschenko hat neulich verkündet, dass er die Dezentralisierung der Ukraine und den Status von Donbass als eine selbstständige Republik oder eine selbstständige Gebietes der Ukraine nicht mehr berücksichtigt. Und das wird auch nicht mehr die Frage sein. Wollen Sie oder beabsichtigen Sie, auf Herrn Poroschenko einzuwirken, damit er diesen Teil der Minsker Abkommen auch berücksichtigt? Oder haben Sie das schon gemacht? Dankeschön. Ja, ich habe mich ja vorige Woche mit dem französischen Präsidenten und Petro Poroschenko getroffen. Sie haben sicherlich auch die Pressekonferenz verfolgt, in der hat sich der ukrainische Präsident am Tag der Unabhängigkeit der Ukraine zu den Verabredungen von Minsk bekannt. Wir haben dann im Einzelfall sehr detailliert darüber gesprochen, wie wir die Hürden, die sich jetzt in dem politischen Prozess auftun, überwinden können. Es gab dazu auch ein Telefonat am Wochenende des französischen Präsidenten mit dem russischen Präsidenten und mir. Und auch dort haben wir diese Themen besprochen. Wir haben uns verabredet, dass wir demnächst auch im Normandie-Telefonat wieder sprechen werden, dass die Arbeit in den trilateralen Kontaktgruppen zusammen mit den Vertretern der
Republiken, wie sie sich nennen, Donetsk und Lugansk, ich würde sagen, mit den Separatisten stattfinden müssen, und dass wir insbesondere jetzt das Thema der Lokalwahlen vor uns haben. Hier geht es darum, dass wir es schaffen, dass das Wahlgesetz, was ja auch von der ukrainischen Rada in Arbeit ist, auch so gestalten, dass das von den Separatisten anerkannt wird. In den Minsker Vereinbarungen ist beschrieben, dass die Wahlen nach ukrainischem Recht und nach den Prinzipien von ODIHR, also der OSZE-Organisation, stattfinden müssen. Bis jetzt gab es keine Übereinstimmung, dass die Vertreter der Separatisten akzeptiert haben, dass ein Vertreter von ODIHR in die politische Arbeitsgruppe der trilateralen Kontaktgruppe kommt. Und so bemühen wir uns im Detail darum, diesen Prozess voranzubringen. Und alles geschieht auf der Grundlage der Vereinbarung von Minsk. Und ich habe den ukrainischen Präsidenten nicht gehört, dass er gesagt hat, dass er sich diesem Prozess nicht weiter anschließen wird. Im Gegenteil, die Gespräche waren sehr konstruktiv. Ich glaube, mit der nächsten Frage. Und heute finden gerade wieder Beratungen auch in der Ukraine statt. Wir reden dann noch über die Frage, ist die Verfassungsdiskussion richtig gewichtet? Wir haben uns dafür eingesetzt. Auch darüber ist berichtet worden, dass die Rada, und das hat sie ja dann auch getan, dass den speziellen Status von Donetsk und Lugansk in der Verfassung, in den Entwürfen auch verankert. Darüber gibt es jetzt einen Disput zwischen Russland und der Ukraine, ob das an der richtigen Stelle in der richtigen Form ist. Dazu hat es Rechtsberatungen gegeben hier im deutschen Außenministerium mit den entsprechenden Experten inklusive der Venedig-Kommission. Und so sind wir in, sagen wir mal, sehr subtiler Feinarbeit immer versucht, die Dinge voranzubringen. Leider geht es langsamer, als man denkt, aber wir fühlen uns diesem Prozess sehr verpflichtet. Bitte schön. Natalia Fibrich, ukrainischer Fernsehsender. Heute im ukrainischen Parlament wurden Verfassungsänderungen laut Minsk verabschiedet, ob das das Friedensprozess beleben kann. Und es gibt Berichte, dass demnächst ein Treffen stattfinden soll mit Wladimir Putin in Normandie-Format. Ob das jetzt vorbereitet wird und ob dieses Treffen eigentlich an der Zeit ist? Also wir haben verabredet, dass wir als nächsten Schritt ein Telefonat haben. Es kann sein, dass sich dann die Außenminister noch einmal konsultieren. Aber es kann durchaus passieren, dass wir auch ein solches Normandie-Treffen machen. Man muss dann natürlich die Hoffnung haben, dass es auch einen Schritt vorangeht. Das muss also gut vorbereitet sein. Aber im Grundsatz gibt es dazu von allen Seiten eine Offenheit. Frau Ulrich, bitte. Und ich will das nochmal unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Heute gerade gab es wieder Verfassungsdebatten im ukrainischen Parlament, wo die ja auch nicht für die Ukraine ganz einfachen Dinge diskutiert werden, eines speziellen Status von Donetsk und Lugansk. Ich meine, es ist immerhin ukrainisches Gebiet. Also ich finde, das ist auch schon etwas, wo die Abgeordneten sehr mit sich ringen müssen. Und diesen Prozess verfolge ich auch mit großer Achtung. Angela Ulrich, hier vorne hier, so, vom RBB-Radio im Hauptstadtstudio. Sie hatten angesprochen, dass unbürokratisch Dinge verändert werden müssen. Geht das über Emissionsschutz, Brandschutz hinaus? Was konkret wollen Sie unbürokratisch jetzt schnell verändern, damit Sie dann nachher auch nicht dem Vorwurf ausgesetzt sind, Sie stecken Flüchtlinge in unsichere Quartiere zum Beispiel? Und ganz kurz noch die zweite Frage hinterher. Die Frau, die Sie so heftigst beleidigt hat, was man ja auch im YouTube-Internet-Video sieht, gegen die auch ermittelt wird in Heidenau. Sie sagen, das ficht Sie nicht an. Aber sind Sie doch vielleicht auch bereit, mal einen Dialog mit so jemandem zu führen oder eher Klage zu unterstützen gegen? Gegen die wird ja ermittelt. Weder Danke. Unterstütze ich die Klage, wir sind ja ein Rechtsstaat, noch habe ich jetzt das dringende Bedürfnis, in eine längere Diskussion einzutreten, weil ich glaube, dass meine Aufgaben dann eher darin bestehen, Menschen, die helfen wollen, Menschen, die etwas Positives tun, zu ermutigen. Und ansonsten haben wir unsere Rechtsordnung und wir haben auf der einen Seite Meinungsfreiheit. Also ich kann als Bundeskanzlerin nicht erwarten, dass man mir immer nach dem Munde redet. Da bin ich auch weit davon entfernt. Ich kann Widerspruch gut aushalten und freue mich, dass ich in einem Lande lebe, in dem es Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit gibt. Aber diese Meinungsfreiheit ist durch Rechtsetzung begrenzt. Und wenn dann ermittelt wird durch die entsprechenden Institutionen, dann entspricht das unserer Rechtsordnung. Und Überzeugungsarbeit lässt sich im Augenblick vor allen Dingen darin, dass wir das ganze Thema auch gut bewältigen. Jetzt haben Sie gefragt, was machen wir da mit den Standards?
Schauen Sie, wir sind im Augenblick vor folgender Frage. Wie ist der Brandschutz in einem Zelt? Und wie ist im Winter das Leben in einem Zelt? Und wie ist die Brandschutzordnung zu bewerten, wenn eine Bundeswehrkaserne oder eine amerikanische Kaserne bis vor wenigen Monaten von Soldaten bewohnt wurde, der Brandschutz vielleicht noch eine Übergangszeit hatte und jetzt sind die Soldaten raus und jetzt gilt der totale neue Brandschutz? Und so wollen wir jetzt in die Kaserne, die vielleicht eine Heizung hat, die sanitäre Einrichtungen hat und einen Brandschutz hat, der zumindest vorgestern noch okay war, dürfen wir da Asylbewerber hineinnehmen, ja oder nein? Oder müssen sie stattdessen im Zelt bleiben, wo über Brandschutzordnungen im Zelt noch nicht viel in Deutschland festgelegt wurde? Und da kommen wir zu dem Ergebnis, dass es dann vielleicht besser ist, eine Übergangsbestimmung zu machen, dass der Brandschutz und die Geländerhöhe und was man noch alles inzwischen geregelt hat und die Wärmedämmung und vieles andere jetzt mal hinten anstehen kann, wenn wir dazu zu einer vernünftigen Unterbringung kommen. Und so haben wir eine Vielzahl von Fragen. Darf ich in einem Gewerbegebiet bauen und wie verhält sich das Emissionsschutzrecht? Darf ein Augenarzt eine gesundheitliche Erstuntersuchung machen, wenn er trotzdem eine Approbation hat, und ein Hautarzt, das darf er nicht? Und so zählen in die Länder und Kommunen zig solcher Regelungen auf, die alle uns darin bestärken, dass wir einfach sagen müssen, in dieser Situation können wir uns daran nicht halten. Wir haben jetzt glücklicherweise von der Europäischen Union eine Bestätigung bekommen, dass die normalen Ausschreibungsregelungen in dieser Situation nicht einzuhalten sind, sondern dass man auch schneller vergeben kann bestimmte Aufträge. Und das sind jetzt die Dinge, über die wir reden müssen. Und jetzt haben wir zwei Fragen. Wir können jedes einzeln regeln oder aber machen wir, weil wir nicht wissen, ob übermorgen wieder 20 Hinderungen kommen, gleich noch ein etwas allgemeineres Standardabweichungsgesetz oder Beschleunigungsgesetz, wie auch immer Sie das nennen wollen. Und darüber denkt der Innenminister zusammen mit den Ländern nach. Und das Ziel muss heißen, die bestmögliche Unterbringung und die schnellstmögliche Bearbeitung der Anträge zu ermöglichen. Und da wird man an manchen Stellen über die bestehenden sehr auf sozusagen eine statische Situation ausgerichteten Dinge hinwegsehen müssen. Und ich glaube, wir sollten nicht als erstes wieder die Diskussion führen, was ist nun, wo ist die Gefahr, sondern auch gucken, wo ist die Chance. Man kann natürlich, ich habe darüber oft im Zuge der Deutschen Einheit nachgedacht, man kann natürlich alles so machen, man baut, man hat eine Schule, die sieht noch so aus, wie sie zu Zeiten des Sozialismus aussieht. Und die Alternative ist nur das tollste, beste, superste Gymnasium von Brandschutz. Wenn Sie für den RBB arbeiten, wissen Sie das, bis hin zum Fachkabinett und voruniversitärer Ausbildung und so weiter und so fort. Und dazwischen gibt's nichts. Und eine ganze Generation von Schülern muss dann sozusagen auf dem Niveau der sozialistischen Oberschule sein. Und Gott sei Dank haben wir das überwunden und gesagt, dazwischen muss es auch noch was geben. Das braucht ja dann nicht der Endzustand zu sein, aber in so einer Herausforderung. Und ich habe über die Frage auch gesprochen, wenn Sie 4.000 unbegleitete Jugendliche haben, dann ist es ja schlichterdings nicht möglich, für diese 4.000 gibt es ja gar keine Erzieher, Betreuer nach herkömmlicher Arbeit des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Die sollen alle die allerbeste mögliche Sache haben. Aber zwischen dem Aufenthalt in einer Turnhalle, wo es nun wirklich schlecht ist, wo aber dann keiner was sagt, weil wenn der klassische Kinder- und Jugendhilfeplatz ist nicht da, dann bleibt man eben in der Turnhalle zu 200. Das ist mit Sicherheit nicht besser, als wenn wir versuchen, langsam eben die Dinge vernünftig zu regeln. Und so werden wir uns einiges einfallen lassen müssen. Und ich glaube, dass auch inzwischen der Geist gut ist, in dem Bund und Länder und Kommunen hierüber beraten. Und die Praktiker können Ihnen einfach unendlich viele solcher Geschichten und entstehen. Und was wir auch nicht machen dürfen ist, dann wird gesagt vor Ort, wenn 500 Flüchtlinge kommen, aber nur handle mal. Und wir setzen all die Beamten und Angestellten dort in den Landratsämtern und den kommunalen Verwaltungen einem Zustand aus, in dem sie geltendes Recht sehenden Auges verletzen müssen. Und wir helfen ihnen nicht und sagen nur, lieber gucken wir da mal nicht hin. Aber wir was ändern auf der Bundesebene, das machen wir nicht. Und das können wir so nicht machen. Und da haben wir auch auf der Bundesebene die Verpflichtung, hier gemeinsam Dinge zu machen. Das muss sowieso zwischen Bund und Ländern immer gemeinsam beschlossen werden. Und deshalb werden da auch alle Parteien gebraucht beim Mitmachen.
Herr Tofimia und der Kollege daneben, bitte. Hier, mein Name ist Oliver Tofignier, freier Journalist aus dem Iran. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gerade noch mal von der Notwendigkeit der verstärkten diplomatischen Bestrebungen zur Lösung des Syrien-Konflikts angesprochen. Welche Rolle sehen Sie da für den Iran? Und sehen Sie auch einen neuen diplomatischen Handlungsspielraum nach der Wiener Vereinbarung zum iranischen Nuklearabkommen? Ich halte erstens das iranische oder das Wiener oder Genfer, wie auch immer man es nennt, Nuklearabkommen für einen Fortschritt. Es muss jetzt umgesetzt werden und ich bin dennoch betrübt oder finde es nicht akzeptabel, wie der Iran über Israel nach wie vor spricht. Das ist ein herber Rückschlag oder kein Rückschlag, aber eine Enttäuschung, dass hier auch gar keine Wende zu erkennen ist, was die Akzeptanz des Staates Israel anbelangt. Ich glaube, dass der Iran sehr viel Einfluss hat auf das, was in Syrien stattfindet. Und jeder ist eingeladen, sich konstruktiv an den Verhandlungen zu beteiligen. Vor allen Dingen sehe ich aber auch die Aufgabe, dass gerade in dem E3+3-Format jetzt auch an anderen Stellen weitergearbeitet werden kann. Und die Kontakte zum Iran sind dort mit Sicherheit hilfreich. Das gilt insgesamt im Kampf gegen IS. Das gilt aber auch für andere Organisationen wie Hisbollah zum Beispiel und Hamas. Herr Kollege. Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Martina Tuschewitsch, polnisches Fernsehen. Ich habe zwei kurze Fragen zu Ihrem Treffen. Eine bitte. Mit dem neuen polnischen Präsidenten. Ja, manche einer macht es geschickter, indem er einfach eine Nachfrage stellt, aber na gut. Aber eine Nachfrage zur selben Frage ist ja schon gelaufen. Also stellen Sie eine Nachfrage. Frau Bundeskanzlerin, haben Sie mit dem Präsident Duda eine Einigung gefunden, was das Thema Flüchtlinge oder das Thema NATO-Truppen im Baltikum oder in Polen betrifft, haben Sie mit Herr Duda eine Einigung gefunden? Und die zweite Frage, Herr Präsident Duda hat gestern gesagt, dass er im Gespräch mit dem Bundespräsidenten Gauck ihm gesagt hat, dass es in Polen keine Gerechtigkeit heutzutage gibt. Hat Präsident Duda auch gegenüber Ihnen gegenüber so eine Aussage zu Polen formuliert? Vielen Dank. Also ich berichte aus den internen Gesprächen sowieso nicht und ansonsten mischen wir uns auch nicht in die Innenpolitik ein. Die öffentlichen Äußerungen von Präsident Duda kennen wir ja und deshalb ist ja das auch, dass er sich um die soziale Gerechtigkeit bemüht, das kennt man schon aus der Zeitungslektüre. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, wo wir uns verabredet haben, dass wir den Warschauer NATO-Gipfel auch gemeinsam vorbereiten. Ich habe ihm gesagt, dass aus meiner Sicht die Russland-NATO-Akte nicht in Frage gestellt werden sollte, dass wir vor allen Dingen die Beschlüsse von Wales umsetzen. Wir sind uns auch einig, dass diese Beschlüsse umgesetzt werden müssen. Und was die Flüchtlingsfrage anbelangt, so werden wir hier sicherlich noch weitere Gespräche mit Polen führen müssen, also nicht nur mit dem Präsidenten, sondern auch mit der polnischen Ministerpräsidentin, wie wir zu einer fairen Lastenverteilung kommen. Herr Siebert, bitte. Siebert, Sächsische Zeitung, ganz hinten. Frau Bundeskanzlerin, Sie sprachen vorhin schon, nannten als Beispiele Bankenrettung oder die Naturkatastrophen, mit denen Deutschland fertig geworden sei. Wenn ich mich recht erinnere, ist in diesem Zusammenhang sehr oft hat sich die Bundesregierung entschlossen, sozusagen ein großes Programm aufzulegen, ein Signal zu senden, nicht einzelne Maßnahmen zu beschließen und über einen längeren Zeitraum anzukündigen, sondern sozusagen ein gebündeltes Paket zu präsentieren, 25 Milliarden, 50 Milliarden, was auch immer sozusagen damals nötig war. Wenn ich jetzt denke, Stichwort Flüchtlingskrise, an Wohnungsbau, Bildung, Polizei, was einem sonst alles noch so einfallen könnte in diesem Zusammenhang. Was spricht dagegen, ein solches Gesamtprogramm zu verkünden? Gibt es möglicherweise falsche Signalwirkungen, die damit verbunden sein könnten? Und dann würde ich ganz gerne, ganz kurz gerne nochmal bei dieser, zu der Ost-West-Frage versuchen, als Nachfrage gewissermaßen zu fragen, die andere Kollegen gestellt haben. Was sagen Sie denen jetzt, die im Osten leben und sagen, im Grunde sind wir irgendwie bei ganz vielen Fragen der politischen Bildung, Demokratiebewusstsein, Freiheitsbegriff und so weiter, wieder sehr weit zurückgeworfen worden in unserer Debatte. Wir führen Debatten, die wir eigentlich irgendwie seit 10, 20 Jahren hinter uns glaubten. Was sagen Sie denn? Danke. Also als im
als 1991, glaube ich, war es, in Baden-Württemberg plötzlich 11% Republikaner im Landtag waren. Da konnte man auch sagen, dass man Debatten geführt hat, wo man eigentlich schon zurückgeworfen wurde wieder. Das, Debatten sind da, wenn sie da sind, und sie müssen geführt werden, wenn sie aufkommen. Die würde ich genauso wenig, wie ich sagen würde, ich muss mit irgendeiner spezifischen Ostgeschichte irgendwelche Phänomene jetzt erklären. Genauso wenig sage ich, ich kann eine Debatte, möchte ich nicht mehr führen, weil die haben wir doch schon mal vor 20 Jahren geführt. Es kann sein, dass man jede Generation, jede Debatte wiederführen muss. Wenn sie da ist, muss sie geführt werden. Wir haben eine Konstante, das ist unser Grundgesetz, das ist die generelle Ausrichtung. Und jetzt sind die neuen Bundesländer sehr unterschiedlich. Wir haben jahrelang über den 1. Mai die Debatten hier in Berlin geführt. Darf man in der Vornacht Gewalt anwenden? Jetzt haben wir solche Phänomene in Leipzig. Jetzt müssen wir sie eben genauso wiederführen. Und für mich stellt sich also, ich rate uns so wenig wie möglich, so Erklärungsmuster zu suchen, die immer gleich mit Verständnis verbunden sind. Und dazu gehört auch, dass es nicht sein kann, wir hätten irgendwie so eine Debattenkultur nach der deutschen Einheit gehabt und wir hätten mal nur ein Thema abgearbeitet und nun dürfen wir das nicht wieder aufrufen. Dann waren sie offensichtlich noch nicht genug debattiert. So, und da muss man jetzt Flagge zeigen und deutlich machen, worum es geht. Zweitens, was das Gesamtpaket anbelangt. Jedes Paket muss sich natürlich an den Herausforderungen messen und sicherlich wird das Paket, was wir jetzt aufzulegen haben, auch nicht im einstelligen Millionenbereich sein. Ich will aber dem Finanzminister hier wirklich nicht vorgreifen. Was wir vorhaben, ist in der Tat, all die Maßnahmen, die wir jetzt im Auge haben, von der Frage, wie gehen wir mit sicheren Herkunftsstaaten um, von der Frage, wie gehen wir mit Standards um, von der Frage, wie müssen vielleicht auch Kompetenzen mit Kommunen und Ländern nochmal neu betrachtet werden. All das soll in einem Paket verabschiedet werden. Das sind zum Teil Rechtsetzungen, das sind aber auch finanzielle Dinge. Was die Komplikation ausmacht, wenn ich so und so viele Kernkraftwerke habe und ich sage, ich steige dann aus dem aus und dann aus dem aus und dann aus dem aus, dann habe ich eine klare Perspektive und kann das ordnen. Hier habe ich eine Situation, wo ich nicht weiß, wie viele Hotspots werden nun wirklich gebaut in Europa, wie viele Flüchtlinge kommen nun wirklich an, wie schnell sind die Asylverfahren. In dem Moment, wo ein Asylverfahren beendet ist und positiv beschieden, zum Beispiel bei jemandem aus Syrien oder einem Bürgerkriegsflüchtlingsantrag, dann ist der nicht mehr im Asylbewerberleistungsgesetz. Die Leistung wird also nicht mehr von den Ländern und Kommunen übernommen, sondern in dem Moment ist derjenige im Hartz IV. Das heißt, die Leistung wird vom Bund übernommen und zum Teil, was die Kosten der Unterkunft anbelangt, von den Kommunen. Das heißt, ich habe, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, ob unsere Beschleunigungsgesetze wirklich funktionieren, völlig unterschiedliche Belastungen. Ich habe natürlich als konstanten Teil, dass die Kommunen und Länder werden mehr Kindergärtner, Lehrer und so weiter einstellen müssen. Wir müssen mehr Integrationskurse machen. Die Bundesagentur für Arbeit hat völlig neue Aufgaben. Und das müssen wir jetzt geschickt so bündeln, dass wir sagen, ja, jeder trägt seinen fairen Anteil. Aber in einer Situation, in der wir die Gesamtbelastung für die nächsten 2 Jahre noch nicht genau abwägen können. Sie haben ja erlebt, wir haben im Juni einen großen Gipfel gemacht. Wir haben das Ganze als nationale Aufgabe dargelegt. Wir haben jetzt die ersten Gesetzesvorschläge des Bundesinnenministers, der gesagt hat, wir brauchen längere Aufenthaltsdauern, gegebenenfalls in der Erstaufnahmeeinrichtung. Wir brauchen andere Veränderungen noch, Residenzpflicht und so weiter in der Zeit der Erstaufnahmeeinrichtung. Wir müssen sozusagen Schritt für Schritt jetzt vorgehen und einen geschickten Weg finden, wie wir uns die Gesamtherausforderungen vernünftig teilen. Und das wird ein Programm sein, das natürlich Milliardenbeträge umfasst. Herr Kollege, bitte. Tico, ich hätte eine Frage zu Griechenland. Frau Bundeskanzlerin, Ihr Finanzminister sagt, dass der Spielraum für weitere Zugeständnisse Griechenland gegenüber in der Schuldenfrage, sei es in Form von Laufzeitverlängerungen oder Zinssenkungen, sehr begrenzt sei. Teilen Sie diese Auffassung? Und wenn ja, was meinen Sie, wie lange könnte man die griechischen Schulden strecken? Weil der IWF scheint etwas mehr zu verlangen.
Naja, wir haben ja eine Rechtslage, das gibt ein Bail-out-Verbot in den europäischen Verträgen, an denen misst sich dieser Spielraum. Und wir haben jetzt ja eine Diskussion über die Frage, wie berechne ich die Schuldentragfähigkeit. Darüber ist ja in den letzten Tagen auch sehr viel geschrieben worden und auch in den vergangenen Monaten und Jahren schon debattiert, gerade auch von dem Chef des ESM, Herrn Regling, weil wir eine spezifische Situation haben. Der IWF hat seine Regeln, wann er seine Schulden zurückhaben möchte. Die EZB hat ihre Regeln, wann sie ihre Zinszahlungen erhalten möchte. Die Gläubiger Griechenlands, soweit sie im ESM versammelt sind, haben ja Griechenland eine weite Stundungsregelung gegeben, ab wann überhaupt die Rückzahlungen beginnen und dann auch noch sehr geringe Zinsen. Bei den Zinsen haben wir zum Beispiel, ich glaube, keinen Spielraum, weil die Zinsen schon sehr gering sind. Alles, was dann sozusagen nicht mal die Finanzierung des ESM widerspiegelt, wäre ja dann in dem Sinne ein Bailout. Und wir haben aber natürlich bei der sogenannten Grace Period, also ab wann muss und wie hoch die Rückzahlung einsetzen, einen gewissen Spielraum. Und es ist richtig, dass wegen der Sonderheit des griechischen Staates in seinem Verhältnis zum ESM wir nicht einfach nach den 120% Schulden fragen, sondern dass wir fragen, wie ist denn die tatsächliche Belastung, die Griechenland aus seinem Schuldendienst erwächst. Und da hat man sich jetzt ja auf diese 15% könnten ein Maßstab sein. Und bis 2022, 2023, wo gar nicht zurückzuzahlen ist, ist auch ja die Belastung deutlich unter 15%. Während wir europäische Mitgliedstaaten haben, die sagen, unsere Verschuldung, obwohl sie geringer ist, bedeutet eine höhere innere Belastung als das, was Griechenland heute hat. Und wenn dann die Rückzahlungspflichten beginnen, dann muss man gucken, dass man das immer bei den 15% hält, sodass ich relativ optimistisch bin, dass man eine solche Regelung hinbekommt, die sowohl die Anforderungen des IWF widerspiegelt, als auch die Lösbarkeit des Problems. Wir haben jetzt noch Runde 20 Minuten und ich habe noch bestimmt 15 Wortmeldungen. Es geht weiter bei Herrn Vögele. Das reicht dann genau, um die Fragen zu stellen. Genau. Die Schweizer Rundfunk. Frau Bundeskanzlerin, hier bin ich. Sie haben am Anfang gesagt, Dublin funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Steht für Sie Schengen-Dublin irgendwie zur Disposition? Und als Nachfrage, Sie gehen übermorgen... Was steht für mich? Schengen-Dublin. Ja, Schengen-Dublin ist ja nun auch ein weites Feld, also gut. Ja, könnte es modifiziert eingeschränkt werden? Und als Nachfrage, Sie waren übermorgen in die Schweiz und die Schweiz möchte ja, die hat einen Anteil von 23% Ausländern, sie möchte die Personenfreizügigkeit ritzen, sage ich mal, und Kontingente einführen. Angesichts der jetzigen Situation in Europa, ändert das Ihre Meinung zum Wunsch der Schweiz? Nein, ich respektiere natürlich den Ausgang des Referendums, was in der Schweiz durchgeführt wurde und unterstütze auch, dass wir uns bemühen, Lösungen zu finden, eine möglichst enge Anbindung der Schweiz an die Europäische Union zu erhalten. Aber das Prinzip der Freizügigkeit ist ein Grundprinzip der Europäischen Union und jetzt müssen wir gucken, welche Möglichkeiten da gefunden werden. Ich freue mich auf den Besuch in der Schweiz. Wir sind Nachbarn, haben vielerlei Verflechtungen und Beziehungen, gute Beziehungen und ich werde mich auch erkundigen, die Bearbeitung bestimmter Asylanträge in der Schweiz ist deutlich kürzer, als wir das in Deutschland bis jetzt geschafft haben. Sicherlich werden wir uns darüber auch austauschen. Ich habe gesagt, dass Dublin nicht funktioniert, Dublin 3, das heißt, dass das Land, bei dem der Flüchtling zuerst ankommt, nicht nur die Registrierung hat, sondern eben auch dann den Aufenthalt gewährleisten muss. Das erkennt man ja an allen Ecken und Enden. Wir wollen, aber da besteht kein automatischer Zusammenhang mit Schengen. Ich sage nur, wenn es nicht gelingt, eine faire Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas zu schaffen, dann wird sicherlich von einigen die Frage von Schengen auch auf die Tagesordnung kommen. Wir wollen das nicht, sondern wir wollen eine faire Verteilung der Flüchtlinge. Und dann wird man auch nicht über Schengen reden müssen. Herr Kerr, bitte.
Ja, Oliver Köhr, ARD, Frau Bundeskanzlerin, die Frage passt ganz gut hier. Passt ganz gut daran. In Budapest sind hunderte Flüchtlinge in einen Zug gesetzt worden mit dem Ziel Deutschland. Und möglicherweise haben Ihre Worte, Dublin funktioniert, nicht mehr dazu beigetragen, dass die Behörden vor Ort sagen, die Erstaufnahme soll mal bitte schön in Deutschland passieren. Die halten sich sowieso nicht mehr an Dublin. Wie stehen Sie zu dieser Rechtsauffassung und zu dieser Haltung der ungarischen Behörden? Und damit verbunden die Frage, gestern Abend fand ein Treffen der Unionsparteien im Kanzleramt auch zum Thema Flüchtlinge statt. Mussten Sie da innerhalb Ihrer eigenen Partei und vor allem auch gegenüber der Schwesterpartei zumindest erstmal den Kurs klarziehen, bevor Sie nächste Woche im Koalitionsausschuss das Thema für die gesamte Bundesregierung festzurren? Sind da die Unterschiede vor allem zwischen CDU und CSU noch besonders groß? Nee. Die sind überhaupt nicht groß, um nicht zu sagen, es gibt keine. Wir sind uns völlig einig, dass wir zwei Säulen haben, um denen helfen zu können, die Hilfe brauchen. Nach dem, was ich heute auch ausgeführt habe, muss man auch schaffen, denjenigen, die keine Bleibeperspektive haben, dass man sie schnell ins ihre Heimatländer zurückführt. Ansonsten haben wir über alle Facetten gesprochen. Sie sehen ja, welche Latte das umfasst. Und das ist, glaube ich, normal, dass man sich da mal vorbereitet und abstimmt. Das tut die A-Seite ja auch. Ansonsten haben wir innerhalb der Bundesregierung einen Staatssekretärsausschuss, der die Dinge vorbereitet für die Ländergespräche. Wir haben diesen Koordinierungsstab mit den Ländern, sodass wir eigentlich über alle Facetten der Kooperation verfügen. Was jetzt anbelangt, die Frage Dublin III, die geltende Rechtslage ist Dublin III. Und insofern schätze ich es sehr, dass Ungarn die Flüchtlinge registriert und das nicht alle Länder machen, muss man sagen. Ungarn tut dies sehr vollständig. Und ich glaube, es ist eine gewisse Verwirrung daraus entstanden, dass in Deutschland ja eine innere Diskussion war, wo einige Länder gesagt haben, bei den syrischen Flüchtlingen muss man doch sehr schnell zu einer Meinungsbildung kommen, denn es sind doch wirklich in überwiegendem Weise Bürgerkriegsflüchtlinge. Und da hat der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gesagt, jawohl, bei den Syrern versuchen wir die Identitätsherstellung und dann gibt es auch eine sehr schnelle Prozedur, die Anerkennung als Bürgerkriegsflüchtling zu machen. Das wiederum hat dazu geführt, dass der Eindruck entstand, wenn ein Syrer nach Deutschland kommt und er kann sich als Syrer ausweisen, dann ist er in Deutschland willkommen. Das entspricht auch der faktischen Lage, genauso wie man sagen kann, dass wenn jemand aus dem Kosovo kommt, er mit großer Wahrscheinlichkeit kein Bleiberecht hat. Und dieses hat nun zu dem Missverständnis geführt, nur nach Deutschland könnten alle Syrer kommen und das ist aber entspricht nicht der Rechtslage und das haben wir auch der ungarischen Regierung bereits gesagt, die ja nun mit dem faktischen Phänomen zu kämpfen haben, dass viele aus Syrien sagen, lasst uns nun endlich nach Deutschland. Und ich glaube, wir werden das durch gute diplomatische Gespräche auch alles klarziehen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt von Dublin III abweichen können. Wir haben keine andere Rechtsgrundlage. Ich sage nur, weil der eine einen Zaun bauen muss, der andere die Leute durchlässt, der dritte andere Schwierigkeiten hat, nicht mehr voll registriert, muss ich doch sagen, wenn ein solcher Zustand Realität ist, dann muss ich auch versuchen, einen zu finden, bei dem wieder Recht und praktisches Handeln übereinstimmen. Aber die Rechtsgrundlage, nach der wir uns verhalten, nach der sich Ungarn bezüglich der Registrierung verhält, ist die, die heute gilt. Ganz kurzer Zusatz, das heißt, wenn also jetzt so ein Zug aus Ungarn hier ankommt, dann sagen Sie auch, dann sollen die bitte hier bleiben. Schauen Sie, da müssen wir uns, jeder hat einen individuellen Anspruch auf Überprüfung. Und dann wird geguckt, woher kommt die Person, hat sie Dokumente und so weiter und so fort. Und bei Menschen, die aus Bürgerkriegsregionen kommen, ist die Anerkennungsquote sehr hoch. Das entspricht aber nicht der Tatsache, dass ich sage, in anderen Ländern wäre die gering. Auch Ungarn kann ja überprüfen und alle Transitländer dazwischen, auch sie haben alle Verfassungen, die nicht so unterschiedlich von der unsrigen sind. Und insofern ist das kein deutsches Phänomen, dass jemand, der aus dem Bürgerkriegsgebiet nach der Genfer Flüchtlingskonvention kommt, einen Anspruch auf Schutz hat. Das ist eine europäische Gemeinsamkeit. Daran sollten wir uns vielleicht alle noch mal erinnern. Dann die Kollegin neben Herrn Köhr, bitte. Ja. Selbe Mikrofon. Ich? Nee, die Kollegin. Dankeschön. Frau Bundeskanzlerin, meine Kollegin und ich aus Lateinamerika, danke für den Tiempo.
Wir interessieren uns sehr zurzeit für die Gefühle von den Deutschen. Es ist sehr viel passiert, dass das deutsche Bild ein bisschen geprägt hat in Ausland. Und es ist nicht so lange her. Ich würde gerne wissen, wie fühlten Sie sich nach der Begegnung mit den Mädchen aus Palästina? Und dieser weltweite Skandal, dass diese Begegnung ausgelöst hatte. Und wie haben Sie das verkraftet, dieser Skandal und das Thema, wie unmenschlich ist Frau Merkel? Das würde ich gerne wissen. Also ich habe, glaube ich, mit diesem Mädchen, das ja beeindruckend integriert ist und Deutsch gelernt hat und gerne bei uns zur Schule geht, ja eine Diskussion geführt, die eine sehr allgemeine Diskussion über die Frage war, wem können wir helfen, wem können wir nicht helfen. Und wir wissen ja, dass Menschen kommen aus wirklichen Kriegsgebieten und darüber haben wir gesprochen. Das hat das Mädchen natürlich auch sehr berührt, mich hat das auch sehr berührt. Aber ich glaube, und auch wenn man das Mädchen hinterher gehört hat, wie es über dieses Gespräch gesprochen hat, dann war das etwas, was doch auch exemplarisch für sehr viele Schicksale steht. Und dass Deutschland so hilft, dass dann später herauskam, dass das Mädchen vom Deutschen Roten Kreuz auch nach Deutschland gebracht wurde, weil es sehr dringenden medizinischen Bedarf hatte, das konnte ich ja vorher nicht wissen. Das hat zwar nochmal gezeigt, dass wir wirklich auch ein humanes Land sind. Und trotzdem, sagen wir mal, wenn wir jetzt unterscheiden müssen, wem können wir helfen, dann sind es die Menschen, die jetzt aus Aleppo fliehen, die aus richtiger Bedrohung fliehen. Denen können wir helfen. Wer jetzt in einem Flüchtlingslager seit 20 Jahren in einem palästinensischen Flüchtlingslager ist in Jordanien, das ist kein einfaches Schicksal. Aber es ist nicht per se ein Schicksal, was zum Anspruch auf Asyl in Deutschland berechtigt. Entschuldigung? Wie haben Sie gefühlt mit diesem Skandal? War das für Sie natürlich, dass es ist auch eine Aufgabe natürlich, aber es war sehr heftig. Und die Welt ja, das ist doch, das gehört ja auch zu meiner Arbeit, dass es Dinge gibt, die sind sehr heftig. Schauen Sie, wenn ich mit Angehörigen spreche von Soldaten, die in Afghanistan gefallen sind, wenn ich mit jungen Menschen spreche, die ein schweres Schicksal hatten. Wenn ich in Marxloh bin und mit Menschen spreche, die sagen, wir haben uns so viel aufgebaut als türkischstämmige Menschen und jetzt kommen Schlepperbanden mit Rumänen und Bulgaren und machen uns alles kaputt. Das sind immer wieder sehr emotional bewegende Dinge und ich glaube, die Aufgabe ist doch, auf der einen Seite jedes einzelne Schicksal ernst zu nehmen als Bundeskanzlerin und trotzdem auch auf Regeln und Gesamtzusammenhänge zu achten. Und was gar nicht passieren darf, das ist gerade der Unterschied in der zwischen Demokratie und anderen Systemen, dass die Begegnung eines Menschen mit der Bundeskanzlerin sein Schicksal bestimmt. Wir sind ein Rechtsstaat. Und gerade auch, ich habe das auch erlebt in der Erstaufnahmeeinrichtung in Heidenau. Viele denken, wenn sie jetzt die Bundeskanzlerin sehen, dann hat das vielleicht eine Auswirkung auf ihren Asylantrag. Das hat es in Deutschland nicht und das ist gut so. Denn sozusagen ein, zwei, drei Personen kennen und dann läuft die Sache schon. Das ist gerade nicht das, wofür viele Menschen auch nach Deutschland kommen, sondern wir versuchen, ein Rechtsstaat zu sein. Herr Steiner, bitte. Ja, nicht? Na, jetzt, genau. Jetzt. Hier drüben. Steiner, Deutschlandradio, Deutschlandfunk. Frau Merkel, als wir vor 2 Jahren hier saßen, war eines der Hauptthemen immer die NSA-Affäre und die Dinge, die darum herum sich gerankt haben. In der Zwischenzeit sind einige internationale Entwicklungen dazugekommen. Viele davon waren offensichtlich nicht vorauszusehen, wie die Ukraine. Da würde ich doch gerne von Ihnen heute ein bisschen rückschauend auch gerne erfahren, wie zufrieden Sie eigentlich mit der Arbeit Ihrer Geheimdienste, also Ihres Geheimdienstes des BND in dem Fall sind, auch angesichts der Erkenntnisse, die sich auch über die internen Abläufe und vielleicht auch Fehler beim BND in den vergangenen Monaten gezeigt haben. Also erstmal will ich sagen, dass die Arbeit von BND, vom Bundesverfassungsschutz, vom Bundeskriminalamt gerade in den Zeiten terroristischer Bedrohung von mir ausgesprochen gewürdigt wird. Ich finde, wir erleben im Augenblick, ob es die Bundespolizei ist, ob es das BAMF ist, ob es Beamte und Angestellte in den Landratsämtern, in den Kommunen, in Ländern oder im Bund sind, sehr, sehr viel Einsatzbereitschaft und dass bei uns glücklicherweise bis heute noch kein terroristischer Anschlag passiert ist, ist auf die Kooperation
unserer Dienste zurückzuführen und auf die sehr gute Arbeit der Dienste. Wo es Fehler gibt und wo es Unzulänglichkeiten gibt, müssen die benannt werden. Und das wird ja auch getan. Sie wissen, dass wir jetzt den Beauftragten haben, der jetzt auch nochmal Bericht erstatten wird, der vom Parlament eingesetzt ist. Und trotzdem brauchen wir die Kooperation mit den amerikanischen Diensten. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Einordnung, was muss man wissen über andere Länder und wie ist das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit, bei uns anders gesehen wird. Und eine Vielzahl der Informationen, die offensichtlich gesammelt werden, brauche ich zumindest für meine Regierungsarbeit nicht und habe nicht den Eindruck, dass ich dadurch im internationalen Wettbewerb unglaublich benachteiligt bin. Das ist nach wie vor meine Einschätzung. Wenn ich darf, eine Nachfrage dazu. Vor 2 Jahren hatten Sie Dinge angekündigt, wie man es brauche, ein europäisches Airbus für Datensicherheit etc. pp. Es brauche so etwas wie ein No-Spy-Abkommen. Das hat sich alles im Laufe der Zeit ein wenig zumindest verflüchtigt. Oder setzen Sie dort nach wie vor auf den langen Atem, dass dort irgendwann so etwas möglich sein wird? Naja, es gibt Dinge, wo wir zum Beispiel mit Brasilien, als ich jetzt in Brasilien war, eine gemeinsame Initiative gemacht haben, was das Schutz auf private, wie heißt das, also den Schutz auf private Informationen oder wo wir dieses Abkommen der UNO erweitern wollen, da arbeiten wir jetzt weiter zusammen. Es gab ja die Verhandlungen über die Frage eines Abkommens mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Da haben wir zu einem bestimmten Zeitpunkt ja gesagt, dass das offensichtlich nicht zu dem von uns gewünschten Erfolg führt, weil wir ja auch gewisse Anforderungen an so etwas stellen. Und daraus haben wir dann ja zum Beispiel auch Schlussfolgerungen gezogen. Der Bundesinnenminister hat dann ja gesagt, es gibt jetzt, was dann unter dem Stichwort 360-Grad-Überwachung läuft, also dass wir auch gucken, wo wird bei uns spioniert im umfassenden Sinne. Also einiges hat sich als sehr kompliziert herausgestellt, aber alle diese Punkte, die ich vor 2 Jahren genannt habe, finde ich nach wie vor vernünftig. Aber nicht alle konnte ich realisieren, weil ich sie nicht nur von mir abhängen. Dann Herr Denkler, bitte. Gut. Frau Merkel, zum gleichen Thema NSA-Skandal. Herr Seibert hat ja einige heftige Stunden hier erleben müssen, weil wir nachgefragt haben, wann genau er eigentlich welche Informationen gehabt hat zur Frage No-Spy-Abkommen. Und es hieß sehr lange Zeit, es werde ein No-Spy-Abkommen geben, von Ihrer Seite, von der Seite von Herrn Seibert auch. Und heute wissen wir ja offenbar, dass die Grundlage dafür für die Information offenbar eine falsche war. Sehen Sie das heute genauso oder sagen Sie heute, diesen Satz nach bestem Gewissen haben wir sie dummerweise falsch informiert? Nein, also ich sage das weiter genauso, nach bestem Gewissen haben wir sie informiert. Alle Details dazu werden dann ja in den entsprechenden Gremien, sprich im Untersuchungsausschuss, diskutiert und sind auch zum Teil schon diskutiert worden. Und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Herr Jung, bitte. Frau Merkel, ich habe eine Frage zu Ihrer Kanzlerschaft. Kanzler vor Ihnen, die länger im Amt waren als Sie, haben in Ihren letzten Kanzlerjahren... Können Sie noch mal die Hand heben? Hallo. Ach, da. In Ihren letzten Kanzlerjahren keinen politischen Antrieb mehr gehabt und nur noch dahin regiert. Sie führen jetzt die wahrscheinlich erfolgreichste Bundesregierung aller Zeiten. Sie sind auf dem Höhepunkt Ihres Schaffens. Jetzt die Frage, was möchten Sie noch Großes erreichen? Warum sind Sie noch Kanzlerin? Ja, ich habe ja dem deutschen Volk versprochen, als ich angetreten bin zur letzten Bundestagswahl, dass ich für diese Legislaturperiode mein Amt ausüben möchte. Und seitdem diese Legislaturperiode begonnen hat, die wir auch damals in sehr umfangreichen Koalitionsverhandlungen ja sozusagen mit Projekten versehen haben, hat sich herausgestellt, dass eigentlich eine Vielzahl von neuen Projekten auf uns zugekommen sind, die im Übrigen die Große Koalition ganz hervorragend jedes Mal bewältigt hat, ob das die IS-Angriffe sind, ob das die Herausforderungen mit NSA sind, ob das jetzt die Frage ist, Minsker Abkommen und die Ukraine-Konflikt, ob das die Frage der griechischen Herausforderung ist oder jetzt die Frage der ja auch zum Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen nicht absehbaren großen Zahl von Menschen, die zu uns kommen. Und so fühle ich mich jeden Tag einfach gefordert, mir auch über ganz neue Situationen Gedanken zu machen. Das bereitet mir nach wie vor Freude
Und ich hoffe, dass ich das in dem Geist auch weiter tun kann, den ich mal zu Beginn gesagt habe, dass ich Deutschland da auch dienen möchte und eine von vielen bin, die ihre Verantwortung wahrnehmen, aber eben als Bundeskanzlerin versuche, meine Pflicht zu tun. Zusatz? Eine Zusatzfrage, Frau Merkel. Wie finden Sie das neue Jugendwort des Jahres, das für nichts tun, nichts sagen und keine Entscheidung treffen steht? Diese Popularität bei der Jugend, ist man da ein bisschen stolz? Schauen Sie, mit diesen verschiedensten Worten des Jahres beschäftige ich mich weniger. Meistens gehören sie auch nicht zu meinem Sprachgebrauch oder nur selten. Und insofern nehme ich es emotionslos zur Kenntnis. Herr Kollege, bitte. Ja. Dankeschön. Cevik, türkische Zeitung Zaman. Frau Bundeskanzlerin, die Türkei steht jetzt vor der neuen Wahlen. Es ist der 1. November 2015. Regierungskritische Medien und sogar die Unternehmen haben sehr große Schwierigkeiten momentan. Und mit PKK hat man den Friedensprozess aufgebrochen. Wie sehen Sie die Entwicklung der Türkei? Als zweite Frage, wenn Sie erlauben, Innenminister de Maizière hat vorgeschlagen, dass man vielleicht in der Türkei auf eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aufbauen soll. Wie sehen Sie den Vorschlag? Dankeschön. Ja, wir werden mit der Türkei, wie ich es erst schon gesagt habe, über verschiedene Facetten auch der Frage beraten müssen, wie können wir die Türkei einerseits entlasten von der ja wirklich sehr großen Belastung, auch von Flüchtlingen aus nicht nur Syrien, sondern auch aus Afghanistan, aus Pakistan, die jetzt im Augenblick kommen. Und darüber wollen wir, wie ich schon gesagt habe, freundschaftlich und kameradschaftlich mit der Türkei sprechen. Zweitens, wir freuen uns, dass die Türkei jetzt auch aktiver noch in den Kampf gegen IS eingestiegen ist und auch den Vereinigten Staaten von Amerika Luftschutzpunkte zur Verfügung stellt. Drittens, in einem Telefonat mit dem Premierminister Davutoğlu hatte ich jetzt auch vor wenigen Wochen noch einmal betont, dass von deutscher Seite aus es sehr wünschenswert ist, doch alles zu versuchen, den Prozess mit der PKK durchaus nicht für alle Zeit ad acta zu legen, sondern zu versuchen, wieder zu friedlichen Lösungen zu kommen. Wir haben immer diesen Versöhnungsprozess, der ja schon sehr weit gediehen war, sehr positiv begleitet. Und ich hoffe, dass man auch einen Weg dahin zurückfinden kann eines Tages. Und insofern werden wir in diesem Geiste mit der Türkei auch weitersprechen. Herr Schmese. Frau Merkel, über die Ursachen der Flüchtlingskatastrophe haben wir nicht gesprochen. War es ein Fehler im Nachhinein, dass Deutschland sich enthalten hat, zum Beispiel bei der Libyen-Abstimmung seinerzeit? Also welche Fehler sehen Sie, die Deutschland gemacht hat oder auch der Westen, um es weiter zu fassen, dass es überhaupt zu dieser Flüchtlingskatastrophe gekommen ist, was Syrien, was Libyen angeht? Also, dass wir nicht drüber gesprochen haben, hängt bis jetzt daran, dass noch keiner gefragt hat. Deswegen und, frage ich. Deshalb freue ich mich, dass Sie diese Frage stellen, sagen wir mal so. Zweitens glaube ich nicht, dass die Frage, ob man sich damals enthalten hat oder nicht enthalten hat über das Schicksal Libyens, eine große Auswirkung hat. Die Situation in Libyen ist schwierig. Es hat auch der Einsatz von Ländern dort, der Gaddafi verjagt hat, letztlich nicht zu einer Stabilisierung geführt. Deshalb unterstützen wir jetzt mit Nachdruck ja auch alle die Bemühungen des UN-Vermittlers Leon. Wir müssen feststellen, dass es das Allheilmittel, das Rezept nicht gibt, wie man gerade auch in Ländern, die andere Prägungen haben, Konflikte löst. Wir sehen die Situation im Irak, wir sehen aber auch, dass in Afghanistan natürlich wir noch nicht die Stabilität haben, die wir uns wünschen. Wir sehen, dass Somalia, wo ja auch mal vor vielen Jahren ein militärischer Einsatz war, zu keiner Stabilisierung geführt hat. Wir sehen eine schwierige Situation im Sudan, wo wir versucht haben, mit diplomatischen Mitteln und der Teilung des Landes in zwei Staaten eine Beruhigung herbeizuführen. Also es zeigt sich, dass es von außen in vielen Fällen nicht sehr einfach ist, Konflikte zu lösen. Umso mehr glaube ich, dass wir trotzdem unsere Anstrengungen bezüglich Syrien verstärken müssen. Und hier hoffe ich, dass eine Vielzahl von diplomatischen Bemühungen, die es im Augenblick gibt, mit Staaten der Region, aber vor allen Dingen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, auch dazu führt, dass wir hier vielleicht doch mal Fortschritte erzielen. Aber es ist
von außen nicht so einfach. Das ist für mich eine der Lehren der Geschichte. Und das Zweite ist, also der letzten 20 Jahre, und das Zweite ist, dass Europa, anders als wir uns das vor 25 Jahren vorgestellt haben, im Grunde umgeben ist von Konflikten und dass die Rolle der Außenpolitik, die Rolle, mit der wir uns einmischen, aber auch die Rolle von Entwicklungspolitik, von finanzieller Unterstützung, sicherlich noch weiter wachsen wird. Das ist ja eine Diskussion, die wir seit geraumer Zeit führen. Und dass wir uns unter gar keinen Umständen denken können, dass wir uns aus irgendetwas heraushalten können. Und dieses nicht heraushalten können bedeutet dann letztlich auch, dass man sich Verbündete suchen muss. Und dazu gehört für mich die NATO, dazu gehört für mich die Vereinigten Staaten von Amerika, dazu gehört an vielen Stellen aber auch die Einsicht, dass auch ohne Russland etwas nicht zu lösen ist. Und ich will an der Stelle nochmal darauf hinweisen, die Beseitigung der Chemiewaffen in Syrien, das war ja eine sehr kritische Situation, ist damals durch einen Vorstoß des russischen Präsidenten in Kooperation mit den Vereinigten Staaten von Amerika im Grunde durchgeführt worden und ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns bestimmte militärische Auseinandersetzungen nicht haben mussten. Aber wir werden noch viel Kraft, viel, ja, auch Ideen und reinstecken müssen und viel mehr Gemeinsamkeit auch noch in der Europäischen Union entwickeln müssen, alle unsere Ideen zusammenzupacken, um zu versuchen, solche Konflikte zu lösen. Sie finden vor unserer Haustür statt. Und wenn wir sie so nicht lösen, müssen wir sie lösen, indem wir Flüchtlinge aufnehmen. Und diese Wahrheit manifestiert sich immer mehr. Und wenn man vielleicht vor ein paar Jahren über die Flüchtlingsbewegung von Mexiko nach den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen hat, dann haben wir jetzt Flüchtlingsbewegungen mit Syrien, aber auch mit unserem Nachbarkontinent Afrika. Auch das EU-Afrika-Verhältnis ist sicherlich noch nicht in dem Zustand, wie es sein müsste. Da müssten wir auch noch vielleicht auch noch kameradschaftlicher, ähnlicher wie innerhalb der EU unsere Meinungen austauschen. Und das könnte manchmal auch etwas kontrovers werden. Ist in Ihrer Kanzlerschaft, unabhängig, dass Sie Kanzlerin sind, aber in diesen 10 Jahren hat sich Deutschland gewandelt zur Weltmacht? Also ich führe diese Kategorisierung nicht. Ich habe weder das Wort der Mittelmacht jemals gebraucht noch der Weltmacht. Wir haben eine große Verantwortung. Wir sind die größte Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union. Und was 25 Jahre nach der deutschen Einheit sicherlich richtig ist, die Tatsache, dass wir die volle Souveränität mit der deutschen Einheit erlangt haben, hat ihre Folgerungen im Guten, aber auch in der Frage der Verantwortungsübernahme. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und ohne Verbündete werden wir gar nichts ausrichten. Wir sind über die reguläre Zeit. Wie viel Luft haben wir noch? Wir werden ja, eh nicht alles schaffen. Gut, dann haben wir noch 5 Minuten. Okay, dann geben Sie noch 3 Leuten eine Chance. Alle guten Dinge sind 3. Bitte schön, Herr Kollege. Nee, der Kollege daneben hatte sich gemeldet, auch schon vor längerer Zeit. Hallo, Maximilian Weingartner, Frankfurter Allgemeine. Heute Morgen hat der französische Wirtschaftsminister von einer Neugründung Europas gesprochen, hat ins Spiel gebracht einen Eurokommissar mit weitreichenden Befugnissen. Was halten Sie von beiden Ideen? Würden Sie auch so weit gehen? Ich habe ja schon vor Jahr und Tag darüber gesprochen, dass die Eurozone eine vertiefte Ausprägung braucht. Wir haben uns dann immer über Formalien gesprochen. Wir haben nie gefragt, was brauchen wir eigentlich, sondern immer, braucht es eine Vertragsänderung, braucht keine Vertragsänderung. Wenn es eine Vertragsänderung brauchte, war das Sache schon fast vom Tisch. Wir sollten in der Tat fragen, und da hat Herr Macron durchaus recht, was brauchen wir? Und da wird es sicherlich noch mehr Vorstellungen geben als die, die er heute geäußert hat. Ich habe sehr früh von einem kleinen gemeinsamen Eurobudget gesprochen, um Länder auch bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu helfen. Wir müssen dann aber auch fragen, wozu dient etwas? Es geht nicht einfach nur um la pour la, einen Finanzausgleich. Wir haben innerhalb der Europäischen Union ja einen gewissen Finanzausgleich durch Nettozahler und Empfängerländer. Sondern es geht dann um eine zweckbestimmte Frage, was brauchen wir, um die wirtschaftliche Konvergenz im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und darüber müssen wir reden. Und ich freue mich, dass nachdem François Hollande und ich ja bereits im Mai ein gemeinsames Papier verabschiedet haben, in Frankreich jetzt diese Diskussion auch vertieft geführt wird. Und wir werden das versuchen, mit Frankreich auch sehr gemeinsam zu tun. Dann hat es... Ah, jetzt, weil 3 war, würde ich sagen, jeder eine. Das war ja erst sehr gnädig, aber jetzt sind wir mal ein bisschen strenger. Herr Willenweber hatte sich gemeldet.
Ja. Frau Bundeskanzlerin, Sie sprechen ja auch viel von gerechter Verteilung von Flüchtlingen. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass zum Beispiel diese hartleibigen Partner wie David Cameron oder auch die Osteuropäer, dass es da Hinweise gibt, dass sie da bereit sind, auf sie zuzugehen, also auch mehr Flüchtlinge aufzunehmen? Und die österreichische Innenministerin, die brachte zum Beispiel ja heute ins Spiel, dass man denjenigen Ländern, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, dass man zum Beispiel da Hilfen kürzt. Was halten Sie von solchen Vorstellungen? Naja, wir haben im Europäischen Rat bis jetzt einmal über die Dinge gesprochen. Wir werden vermehrt darüber sprechen. Natürlich, zweimal haben wir de facto drüber gesprochen. Aber wir werden da noch öfter drüber reden müssen. Ich möchte jetzt nicht alle Folterinstrumente sozusagen nach außen zeigen. Wir wollen kameradschaftlich zu einer Lösung kommen. Wir müssen nur wissen, es gibt Länder, die nehmen nicht an dem gesamten gemeinsamen Asylpolitik teil. Das ist Großbritannien, das ist Irland, das ist Dänemark. Und das ist gar kein Vorwurf an diese Länder. Aus Irland hat jemand mich kritisiert. Ich habe gar nicht gegen Irland gesagt, habe lediglich nüchtern festgestellt, dass sie nicht Teil der gemeinsamen europäischen Asylpolitik sind. Und mit diesen Ländern können wir auch nicht einfach sagen, so jetzt, ihr müsst mal bitte eine Quote akzeptieren. Die haben immer gesagt, sie nehmen nicht teil an dieser europäischen Asylpolitik. Die ist also sozusagen ein Teil dessen, was man verstärkte Zusammenarbeit im weiteren Sinne nennt. Und jetzt lassen Sie uns mal reden und weniger übereinander, sondern vor allen Dingen jetzt erstmal miteinander. Und Frau Kollegin, bitte. Ich kann es nicht sehen. Ich sehe es ausnahmsweise, sehe ich es mal, ich glaube Frau Gammelin, nicht? Ja. Und vor allen Dingen kann ich das Mikrofon nicht. Jetzt. Und Frau Gammelin spricht zu leise. Sprechen Sie ein bisschen lauter. Nee? Also. Ich kann nicht erkennen, welches Mikrofon das ist. Die 11? Ach, die hatte ich schon dreimal. Ja, noch meine Nachfrage von Kollegen der FAZ zur Eurozone. Es gibt ja schon seit vielen Jahren die Diskussion zu Vertiefung der Eurozone. Und die Vorschläge, die Sie ja gesagt haben, auch nicht neu. Die Frage ist jetzt, für wie dringend sehen Sie denn, dass man da zu einem Ergebnis und auch zu einer Umsetzung kommt? Also ist das für dieses Jahr, nächstes Jahr oder wird das jetzt weiter diskutiert? Da habe ich noch keine klaren Vorstellungen. Ich glaube auch, dass ich werde auch keine Zeitvorgaben mehr machen. Ich habe mich mal vor bestimmt 2 Jahren irgendwie versteift, bis zu welchem Europäischen Rat ich mein kleines Eurobudget durchgesetzt haben möchte und die verpflichtenden und bindenden Regelungen, die wir da eingehen. Und bin mit dieser Zeitvorgabe gescheitert. Insofern freue ich mich, wenn weitergehende Regelungen möglichst bald kommen, wenn sie vernünftig und ausgewogen sind und wenn sie dem Ziel dienen, was ich immer sage, die Eurozone soll aus der Krise stärker hervorkommen, als sie hineingegangen ist. Da sind einige Dinge geschafft, aber wir haben längst noch nicht die intensive Zusammenarbeit, wie wir sie brauchen. Ich denke, wir sollten auch nicht vergessen, ich denke eher, dass wir einen kontinuierlichen Entwicklungspfad haben werden. Wir müssen jetzt die Bankenunion noch verbessern. Wir müssen die Kapitalmarktunion, halte ich für sehr wichtig. Dann müssen wir die wirtschaftliche Governance mit bestimmten Wettbewerbszielen machen. Und dann können wir auch über die Frage nachdenken, was brauchen wir dazu an materiellen Mitteln, damit alle Länder das auch erreichen können. Und darüber finden die Gespräche jetzt zwischen den Finanzministern statt, sicherlich auch zwischen den Wirtschaftsministern und auch vor allen Dingen zwischen François Hollande und mir. Wir haben uns da auch jetzt gerade wieder verabredet, da weiterzudenken. Und dann werden wir schauen, wie viel Unterstützung wir bei anderen dafür finden. Frau Bundeskanzlerin, Herr Sabat, danke für den Besuch in der Bundespressekonferenz. Wir haben nicht alle Fragen beantworten können, aber doch eine Menge. Ja. Dankeschön.